was bisher geschah. Da muss ein halbes Jahr vergehen, bis wir das Versprechen einlösen und mal wieder über Filme sprechen. Hallo Matthias. Hallo Steffen, grüß dich, aber ich glaube, es war sogar schon länger als ein halbes Jahr. Ant-Man. Das setzt eigentlich relativ nahtlos da an, wo die Avengers 2 aufgehört haben. Gibt ja auch mal diverse Hinweise darauf, wie zum Beispiel der Hinweis von Hank Pym, glaube ich, relativ am Anfang. Das machen denn die Avengers so, wenn sie nicht gerade wieder irgendwelche Städte versuchen, am Schweben zu hindern oder irgendwie so Sachen, ne? Ja, da habe ich auch schmunzeln müssen, weil das ja direkte Anspielung auf die schwebende, fiktive osteuropäische Stadt in Avengers 2 war, ja. Gut. Ja, insgesamt zum Film kann man sagen, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, hat er. War ein guter Film. Für mich die beste Marvel-Film ist immer noch der Winter Soldier. Aber Ant-Man war auf jeden Fall auch gut. Insbesondere, weil ich auch, wie bei den Guardians letztes Jahr, ohne spezielle Erwartungen reingegangen bin. Weder positiv noch negativ, weil ich es einfach nicht einordnen konnte, wie es werden könnte. Okay. Ja. Cookies, Comic Cookies, lecker. Was machen wir hier? Wo sind wir hier? Wer bin ich? Wer sind Sie? Wer bist du? Ah, hallo Matthias. Ach Steffen, du bist das. Ja, irgendwie schießt mir gerade noch das Wort Ant-Man wieder in den Kopf. Ach nee, stimmt, der war es nicht. Entschuldigung. So, damit ist dieser Podcast auch... Nein, Quatsch. Irgendwie wurden wir gerade durch irgendwas gestört und an eine andere Stelle transferiert, weil hier kämpfen gerade Hunde. Nein, das bin ich, der die Hundegeräusche mache. Wuff, wuff. Nein, ne? Okay, jedenfalls wollten wir uns eigentlich über Ant-Man unterhalten und irgendwas war komisch. Aber egal. Ant-Man, wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Also den Film haben wir so grob umrissen und jetzt wollten wir uns nur noch drüber unterhalten, wie es uns so mehr oder weniger gefallen hat. Der Film hat sehr gut gefallen, mir zumindest, besser als Age of Ultron. Matthias, musst du husten? Ja, das sind wohl noch die Nachwirkungen von dem, was gerade war. Keine Ahnung, was auch immer das war. Ja, diese blöden Aliens mit ihrer blöden... Das solltest du doch nicht sagen, sonst kommen die wieder. Sonst kommen die wieder. Ja. Ach nö, egal. Da wird mich schon Ant-Man retten. Ja, Ant-Man. Also wie gesagt, der Film, ich fand ihn besser als Age of Ultron. Ja. Es gibt übrigens mal wieder zwei After-Credits-Szenen. Und die beide auf eine auf eine konkrete Fortsetzung hinweist und die andere auf eine mögliche Fortsetzung. Und er geht auch in die lustige Schiene wieder so ein bisschen wie die Guardians. Aber ich glaube, das hatten wir schon uns unterhalten. Aber ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Das ist auch, wenn man hier plötzlich so aus dem Nichts da auf einmal, weiß man nicht mehr, was man da gerade gesagt hat. Egal. Also Ant-Man würde ich auch sagen, absolute Empfehlung. Kann man sich angucken, vor allem wenn man jetzt auch die Comics von Panini nebenher gelesen hat, die ja auch beide relativ lustig gestaltet sind, sage ich jetzt mal, ist das dann doch durchaus auch so der Duktus vom Film und der hat einfach Spaß gemacht. Ja, insbesondere beim Thema Comics von Panini, der unverbesserliche Ant-Man, also der dritte Ant-Man, der dort jetzt veröffentlicht wird, den hatte ich damals schon gelesen, als er in den USA rauskam, weil das war etwas, wo ich niemals Geld drauf gewettet hätte, dass der in Deutschland veröffentlicht wird. Und ich denke auch, wenn der Film jetzt rausgekommen wäre und es nicht eine abgeschlossene Miniserie wäre, hätten wir da auch keine Chance. Ist auf jeden Fall sehr lustig gemacht. Also ich bin jedenfalls dankbar, dass der rausgekommen ist, weil so hatte ich den Genuss, den noch zu lesen. Ja, genau. Ja. Aber was erwartet, wir wollten noch so über ein paar andere Filme sprechen, die wir beide zum Teil oder zum Teil auch nur du gesehen hast. Fangen wir doch mal mit dem an, den nur du gesehen hast.
Welcher war das denn? Immer dieses scheiß Kurzzeitgedächtnis, wenn man irgendwie so Blitzdings an den Kopf gehalten bekommt. Das war, glaube ich... Was mit den Blitzdings nicht verraten? Ich bin jetzt mit vorbei und Blitzdings uns nochmal. Kings... Wie heißt's? Ach, Kingsman. Ja. Ach, stimmt. An der Millerworld-Verfilmung, richtig? Genau, in so einem Millerworld-Comic hat er auch mit irgendeinem der bekannten, also den Comic mit irgendeinem bekannten Zeichner gemacht, ich weiß nicht mehr mit welchem. Ist auf jeden Fall damals auch in Deutschland über Panini mit veröffentlicht worden. Mhm. Geht um eine eine Geheimorganisation, im Prinzip so ähnlich wie S.H.I.E.L.D., die halt auch das Böse bekämpfen, mhm, und die einen neuen Rekruten versuchen anzuwerben. Und der Bösewicht ist Samuel L. Jackson. Oder wird gespielt von Samuel L. Jackson. Und spielt den auch sehr interessant. War das jetzt schon wieder ein Spoiler oder ist das von vornherein klar? Das ist... Entschuldigung, ich muss so investigativ nachfragen. Kannst du nicht die Zuhörer einfach blitzdingsen? Nein. Nein, geht nicht. Nee, das ist sehr schnell klar, dass er der Böse ist. Mhm. Ja. Okay. So, im letzten Drittel ist es dann bekannt. Nee, im Nachspann glaube ich ja nicht erst. Aber es ist sehr früh bekannt, dass er der Böse ist. Ja. Wenn nicht, wisst ihr es jetzt auf jeden Fall. Okay. Du wolltest mit Jurassic World anfangen. Ja, Jurassic World haben wir auch geguckt. Ja, fang du mal an, sonst fange ich mal an. So, Jurassic World bin ich mit sehr hohen Erwartungen rangegangen, weil ich damals schon den ersten Film sehr gut fand. Jurassic Park, die dazwischen, die haben mir teilweise auch gut gefallen, aber nicht so gut wie der erste. Und ich dachte, jetzt ist dann so viel Zeit dazwischen, dass dass das mal wieder was Anständiges sein könnte. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Film hat mich jetzt nicht umgehauen, aber hat mich trotzdem gut unterhalten. Also das, was ich erwartet habe, lustige Dino-Action, ist ganz gut erfüllt worden. Natürlich hat man versucht, hier durch den Kniff da noch neue Dinos heranzuzüchten, die dann nochmal was ganz Spezielles können. Das noch ein bisschen zu toppen alles. Ja. Ist dann halt immer die Frage, wie viel das dann noch mit Jurassic Park im Grunde zu tun hatte, wo es hier um die reinen Dinos ging. Und jetzt wird dann halt eine Mutation praktisch, oder mehrere Mutationen werden dann vorgestellt. Weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Aber okay, für den Film muss es wohl sein, weil man wollte ja größer und besser zeigen. Also das heißt, das sagt ja auch schon der Titel, Jurassic World ist halt ein deutlich größer angelegter Park. Und hast du das so gesehen? Also es ist erstmal auch schön, dass der Film im Prinzip im selben Universum, im selben Kosmos wie die alten Filme spielt. Oder zumindest wie der erste Film. Weiß ich jetzt nicht, ob die anderen beiden Filme vielleicht irgendwie rausgeschnitten werden. Irgendwie, auf jeden Fall setzt er diese im Prinzip vor 15 oder 20 Jahre später. Setzt es fort 15 oder 20 Jahre später, wie viel jetzt auch drin sind. Und basiert auch auf der Geschichte. Es gibt zum Beispiel eine Szene, wo der Parkbetreiber sagt, Mr. Hammond, das ist der ältere Herr aus Teil 1, wer es noch kennt, hat mir nicht deshalb seinen Park übertragen, damit ich jetzt irgendwas anders mache oder so irgendwie. Mhm. Also wo dann sieht, dass er wirklich auf die Vergangenheit anspielt, also dass der vorherige oder die vorherigen Filme im selben Kosmos spielen und es im Prinzip weiterentwickelt wurde. Und ohne jetzt irgendwas zu spoilern, weil das ist auch durch die Trailer und alles bekannt, Jurassic World heißt es, weil der Freizeitpark, den sich Mr. Hammond damals gewünscht hatte, wurde wirklich verwirklicht und hat halt das Problem, was alle Freizeitparks haben. Irgendwann wird es langweilig und du brauchst neue Attraktionen. Mhm. Nur eine neue Achterbahn kannst du bauen. Ja, und dann versucht man halt einen neuen Dino zu bauen. Mhm. Ja. Ich fand ihn auch unterhaltsam, ich fand ihn gut, aber er war Popcorn-Kino, er war jetzt irgendwie nicht... Der erste Film, fand ich, hat damals nochmal mehr reingeschlagen. Vielleicht natürlich auch, weil man damals auch 15, 20 Jahre jünger war, aber... Ich war mit einem Kumpel drin, wir sind rausgegangen. Ich habe nur gemeint, entweder werden wir zu alt oder die Filme werden zu einfach, weil man hat im Vorhinein schon gewusst, das und das geht doch hundertprozentig schief und das passiert doch und das. Das ist auch so eingetreten. Mehr will ich aber nicht spoilern. Ja. Aber trotzdem gute Popcorn-Unterhaltung, kann man sich angucken. Genau, ja, so kann man es eigentlich zusammenfassen. Ja. Wobei ich auch wiederum noch mal einen kleinen Kritikpunkt äußern muss, also dass dann Dinos sogar trainiert werden, fand ich ein bisschen too much. Aber von Star-Lord. Ja, doch, aber es ist ja nicht in der Rolle von Star-Lord, sondern von, was weiß ich, wie hieß er? Keine Ahnung. Lord Star hieß er auch nicht. Ich weiß es nicht.
Ja. Ja. Lass mir das einfach mal so stehen. Was war noch? Minions. Banana. Oh Gott. Wir kommen zu dem Blog, in dem Matthias nur Banana sagen wird. Ich entschuldige mich jetzt schon mal. Bello. Banana oder Bello, es wird nicht besser. Doch, Bello Banana. Oh Gott. Also, ich fasse mal kurz zusammen. Die Minions bekommen eine Vorgeschichte. Die Minions kennt man aus Ich einfach unverbesserlich und Ich einfach unverbesserlich 2. Nehmen ein teuflisches Genie mehr oder weniger auf die gute Seite der Macht wechselt durch seine Adoptivkinder. Kann man so kurz zusammenfassen, ne? Banana. Und deswegen kommen jetzt die Minions, weil die waren ja sehr erfolgreich in den Filmen, also waren sehr beliebte Sidekicks. Die bekommen jetzt praktisch, Matthias ist gerade abgelenkt, die bekommen jetzt praktisch einen eigenen Vorfilm. Banana. Und da geht's um, und weh, du kommst jetzt mit Banane, da geht's um drei Minions, die da so ein bisschen in den Mittelpunkt gerückt werden, weil die praktisch, also was ist denn das Ziel der Minions? Das sollte man erstmal sagen. Also sie suchen sich immer einen Gebieter, ne? Kann man so sagen. La Piñata. Das ist so schön. Dieses Gespräch gefällt mir. Ich gehe jetzt einfach mal zu den Häschen. Die Minions heißen Kevin Stewart und Bob. Genau. Ey, ich meinte Banana. Ja, nee, ist klar. Und das heißt, also, es fängt schon früh an, also so im Zeitalter der Dinosaurier, wo sie dann halt, das kann man ja aus dem Trailer, wo sie dann halt einen T-Rex praktisch als den Gebieter ansehen und so weiter und so fort. Und es zieht sich so ein bisschen durch. Und also sie suchen sich halt immer bis in die Heutezeit immer dann so ihre gewissen Vorgesetzten, sage ich jetzt mal. Ja, genau, das ist richtig so. So. Und Banana. Und da kommt dann natürlich das ein oder andere Missgeschick zustande und so weiter und so fort. Der Großteil der Minions ist irgendwo geparkt in einer Eishöhle und die drei machen sich halt quer durch die Weltgeschichte auf und machen da Entdeckungen, sag ich mal, bis in London, glaube ich, ist das dann, ne? Wo dann das große Ding stattfindet, der größte Teil der Handlung. Ja, sie kommen am Ende. Moment, ich wollte ja nur Banana sagen, aber verdammt. Ja, komm am Ende dann, ja. In London an, haben dort ihre neue Meisterin gefunden und sollen für die Kronjuwelen der Queen stehlen. Und übrigens spielt auch das Schwert im Stein eine Rolle im Film. Jetzt drehen wir den Spieß mal um, Banana. Banana. Nee, jetzt musst du was anderes sagen. Okay, also jetzt muss ich reden, damit Steffen immer Banana sagt. Banana. Du kannst aber auch mal Bello oder La Piñata sagen. La Piñata ist übrigens auch ein sehr schöner Gag am Anfang. Ein Höhlenmensch, der sich verteidigen will gegen einen Säbelzahntiger mit einer Keule. Die Minions nehmen ihm die Keule ab, geben ihm eine Fliegenklatsche und sagen La Piñata. Super. Ja. Ja, also damit hat er eigentlich den Humor des den Humor des Films ziemlich gut umrissen. Den Humor. Darf ich jetzt wieder Banana sagen? Ja. Und also was ich dazu sagen will, ist halt noch, die Minions als Hauptfiguren waren ja ein bisschen too much. Wir haben mir besser gefallen als Sidekicks. Und ja, das ist eigentlich so das, woran ich. Also, der Film war jetzt nicht schlecht, das auf keinen Fall. Also er war kurzweilig und unterhaltsam, aber wie gesagt, die beiden Vorgängerteile, wo sie nur Sidekicks waren, haben mir dann halt doch ein bisschen besser gefallen. Ja, das sehe ich auch so. Und was dann noch dazu kommt, am Anfang sind sie irgendwie die Hauptcharaktere, bis sie dann nach ihrer neuen Meister suchen und dann finden sie ihre neue Meisterin und irgendwie in dem Moment tritt sie dann wieder in den Vordergrund. Und die Minions werden so ein bisschen zu Nebencharakteren in ihrem eigenen Film wieder, finde ich. Oder siehst du das anders? Ja, ich sehe es ein bisschen anders, weil, also klar, wird sie die Meisterin und so weiter und so fort, aber es dreht sich trotzdem im Hauptgewicht der Handlung immer noch um die drei Minions. Also, weil die sollen ja dann für die Aufträge erledigen und so weiter und so fort. Und da stützt sich dann die Handlung ganz klar auf die. Und das habe ich jetzt halt nicht so empfunden, dass es diesen Switch gibt. Aber, ja.
Ja, okay. Kann man ja unterschiedliche Meinungen haben. Ja, aber das ist halt das, was ich dann so ein bisschen zu viel auch fand wiederum. Also das war halt das, was mich dann auch gleichzeitig ein bisschen gestört hat. Ja, das stimmt ich auf jeden Fall. Und ich denke, wie gesagt, wenn man noch einen Film macht mit den Minions, dann lieber ein Ich unverbesserlich 3 oder so irgendetwas. Mhm. Also wieder etwas, wo sie vielleicht eine stärkere Nebenrolle oder so irgendwas haben, aber wo sie nicht als Hauptrolle angedacht sind. Genau. Schlusswort? Jetzt hättest du mal schalten können, aber nee. 7 von 10 Bananas. Okay. Und sie macht auch noch die H3 vorne nach. Ich fasse es nicht. Naja, gut. Banana, Banana. La Piñata. Bello. Banana. Wollen wir uns nochmal. Sehr geehrte Hörer, du verstehst, wie dieser Mensch gestrickt ist, so langsam. Ja? Wir könnten uns auch nochmal über Wolverine. Nein, können wir nicht. So, was haben wir denn noch so? Haben wir jetzt noch was gesehen? Wolverine? Nee. Haben wir nicht. Naja, nee, haben wir nicht. Nee. Deswegen gucken wir doch mal, was da noch so kommt. Ich hätte noch Ted 2 gesehen. Ach so, gut, okay. Würdest du den auch mit reinnehmen? Oder? Weil es ist jetzt eigentlich keine Comic-Verfilmung oder irgendwas in die Richtung, ja, aber. Sprich halt drüber. Ted 1 war besser. Gut, das reicht. Was mich witzig war, es kommt eine Anwältin, eine junge Anwältin im Film vor. Diese heißt Samantha L. Jackson. Mhm. Sam L. Jackson. Ja, da schlagen wir wieder die Welle zurück zu Kingsman. Banane. So, Banane. Sie hören die Nebengeräusche, dass wir sind hier beim Comic-Stammtisch, kann man ruhig mal sagen. Ja, im Metropolcafé in der Nähe des Doms bzw. Römers in Frankfurt. Richtig. Okay. Und heute gab es Schnitzel auf der Karte. Das ist selten hier, ja. Da habe ich mir dann auch gleich mal eins gegönnt. Und ich muss sagen, der Kartoffelsalat war sehr lecker. Aber das möchte eigentlich keiner unserer Hörer hören. Egal. So. Ja, ich hatte leider keinen Hunger. Ich hatte schon gegessen. Es gab Banana. Ich bin so müde. Wollen wir bei Fantastic Four? Ich muss viele Bananas rausschneiden. Nee, die bleiben drin. Das müsst ihr genauso ertragen wie ich. So. Also, Fantastic Four ist ein Film. Ja, den sprechen wir mal kurz an. Aber eigentlich auch nur, um nicht drüber zu sprechen. Weil, ja, deine Meinung dazu? Also wenn wir uns über Fantastic Four unterhalten werden, werde ich ihn wahrscheinlich nicht im Kino gesehen haben. Sicher, ja. Sondern als, ich muss hier legal reden, oder? Dann irgendwann, wenn er auf Sky läuft. Das war sehr diplomatisch formuliert. Mit dem dezenten Hinweis, dass du das legal gucken möchtest. Egal. Also, ich bin auch sehr zwiegespalten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich mir das im Kino angucken möchte, weil A, Fantastic Four können interessant sein, waren sie aber komischerweise in den Filmen meiner Meinung nach noch nicht. Von daher bin ich auch, was den neuen Film oder den neuen Versuch angeht, sehr zwiegespalten und werde dem auch eher eine kleine Bildflächenbehandlung geben. Das heißt, ich werde den mir nicht auf der großen Leinwand angucken, sondern dann eher dann doch im Home-Kino. Ja, also höchstwahrscheinlich dann Sky, genau. Oder halt eventuell dann irgendwo online leihen. Ja. Irgendeine online. Oder was, ja, es gibt ja genug Dienste, ja, oder in der Videothek ausleihen oder so. Es gibt noch Videotheken? Soll es noch geben, ja. Egal. Ja, was haben wir dann noch so als nächstes? Ich wollte jetzt eigentlich noch sagen, warum ich den. Und ich sehe jetzt auch so, mich haben bisher beide Trailer nicht angesprochen. Mhm. Die Story spricht mich, die veränderte Story spricht mich nicht an. Was ich gesehen habe, spricht mich nicht an. Die Schauspieler nicht. Und dann ja natürlich die Sache mit Sue und Johnny Storm, auf die ich jetzt hier nicht nochmal näher eingehen will. Mhm. Ich weiß es nicht. Vielleicht, wenn man ihn gesehen hat, ist man dann besserer Meinung, aber es ist auf jeden Fall nichts, wo ich in einem Kino in Frankfurt einen zweistelligen Betrag ausgeben möchte, weil ich ihn mir in 3D ansehen muss, weil kein 2D läuft. Und selbst 2D wäre zu teuer wahrscheinlich. Ist halt die Frage, ob man sich da nicht vielleicht ärgert, aber what the fuck? Ja, dann ist es halt so. Ja. Ja. Banana. Mhm. Warum halte ich immer auf das Mikro hin? Ich bin ja auch selten bescheuert manchmal. Weil du sonst niemanden für deine Interviews findest. So. Ja, dann, was haben wir noch in diesem Jahr? Eigentlich an Superheldenverfilmungen und so weiter? Nichts war dann, ne? Na gut, wir hatten vorhin ja schon mal unterhalten. Es kämen dann noch Maze Runner 2, der letzte Teil von den Tributen von Panem. Superheldenverfilmung?
Ja, du unterbrichst mich ja. Und dann kommt noch der neue James Bond. Und Superheldenverfilmungen kommen eigentlich keine mehr, es sei denn, Wolverine kommt doch in Star Wars vor. Ah, du wusstest, dass es doch mal unbedingt rein muss. Naja, gut, Star Wars. Seid froh, dass ihr mich gerade nicht sehen könnt. Star Wars ist natürlich eins noch der großen Highlights in diesem Jahr, aber es wird noch eine Comic-Verfilmung geben. Dieses Jahr? Welche? Peanuts. Ah, okay, ja, okay. Ja. 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 Ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich reingehe als in Fantastic Four? Ja, definitiv. Ja, das sehe ich auch so. Nee, aber wo wir alle natürlich auf jeden Fall reingehen werden, ist natürlich Star Wars Nummer 7. Ja. Und da wollen wir jetzt uns gar nicht beteiligen an irgendwelchen wilden Spekulationen. Das macht der Matthias schon ganz von alleine. Und deswegen gehe ich jetzt auch ein bisschen weiter weg, weil... Der hat eine ganz einzigartige Theorie. Ich glaube, die hat sonst so keiner. Und okay, im Vergleich mit anderen Spekulationen, die man so im Netz findet, ist das eine recht erfrischende Theorie, aber nicht nur, was ich schon ein ganzes Jahr lang gehört hat. Das ist nicht meine Schuld, wenn die Wolverine in den USA schon vor einem Jahr abgemuxt haben. Hugh Jackman steht bei IMDb nicht mit in der Liste. Noch nicht. Ja. Und außerdem, wenn er wirklich den Anzug von Darth Vader trägt, muss nicht Hugh Jackman drinstecken. Aber beim Thema Star Wars, soll ich nochmal auf Star Wars Identities überleiten? Oh ja, bitte. Da gibt es ja eine ganz tolle Ausstellung, habe ich gehört, in Köln, Matthias. Erzähl uns doch mal von dieser Ausstellung namens... Star Wars Identities. Und in diesem Zusammenhang werde ich auch nicht Wolverine oder Bananen erwähnen, sondern Nein, wir wollen nur erwähnen, dass Matthias ein Wookie ist, der Kopfgeldjäger ist. Das soll jetzt Versuch sein, ein Wookie darzustellen. Ja, das war ein glücklicher Versuch. Und ich bin auf der dunklen Seite der Macht, weil da gibt's Kekse. Nein, in Köln ist ein... Und dann über meine Wookie-Geräusche meckern. Das war aber besser. Es war zumindest eine Mischung aus Walisch und Wookie. Ich ziehe jetzt mal euch ein, liebe Hörer. Welchen Wookie fandet ihr besser? Es wird keiner abstimmen. Ja. Oh, also wie gesagt, es ist eine Ausstellung in Köln. Nennt sich Star Wars Identities. Mhm. Der Leitsatz lautet, welche Mächte formen dich, beziehungsweise im Original Which Force Shapes You. Und es geht darum, es ist im Prinzip so ein biologische Charakterstudie, die anhand der beiden Hauptcharaktere, nenne ich jetzt mal Anakin und Luke Skywalker, durchgeführt wird. Mhm. Du läufst dort durch, findest halt, was hat dich geformt, was formt deinen Charakter, was hat Luke und Anakin geformt. Mhm. Und du bekommst einen digitalen Transponder, in dem du mitmachen kannst. Es gibt 9 oder 10 Mitmachstationen. Am Anfang suchst du dir eine Rasse aus. Ich habe mir zum Beispiel einen Wookie ausgesucht. Mhm. Und dann an den anderen Stationen, entweder musst du Fragen beantworten, das wird gespeichert, oder es sind Zufallssachen, die ausgewählt werden. Und am Ende wird dein Charakter dort erstellt, ein Star Wars Charakter. Ich muss ganz kurz mal reingrätschen. Ja. Entschuldige, aber gut, die Hörer können dich jetzt nicht sehen, aber warum hast du denn jetzt einen ausgerechneten Wookie genommen? Und nicht so beispielsweise jetzt sehr weit hergeholtes Beispiel. Ewok. Wer will ja schon bitte ein Ewok sein? Also ich würde mich für einen Ewok entscheiden. Oder hier für die Rasse der Jaja Binks. Ich bin ja immer so der Gegenstromläufer. Was? Kommentiere ich jetzt nicht. Dichse Nixe seine Bananas. Richtig. So, erzähl weiter. Ja, also wie gesagt, man kommt dort verschiedene Fragen gestellt dann oder Sachen auswählen. Und ganz am Ende steht man vor Darth Vader. Genau, und zwar Darth Vader Anakin Skywalker, nicht meine potenzielle Vermutung, die ich nicht mache. Oh, Killerkaninchen. Die ich nicht ausspreche. Wir sind hier in einem Garten, wir laufen gerade Killerkaninchen durch. Mhm. Ja. Und vor Darth Vader. Haben die Aliens mitgebracht? Achso, Nee. Ich glaube aber, die lesen Mangas, das ist genauso schlimm. Ja. Und am Ende, wie gesagt, stehen sie vor Darth Vader und musst dich entscheiden, ob du auf die helle Seite der Macht willst oder ob du auf der dunklen Seite der Macht Kekse essen willst. Ja. Ich bin dunkel geworden. Ja, weil Kekse ist natürlich ein unschlagbares Argument.
Kann ich wieder zurückschlagen zu Fantastic Four? Das war jetzt mehr Wookie als das. Na, egal. Kann ich zurückschlagen beim Thema ich bin dunkel geworden, ist Johnny Storm immerhin auch ein Fantastic Four. Bin aber jetzt gerade mal den Bogen zurückgeschlagen. So. Ja, war nicht so ganz. Bevor die Rassismus-Debatte hier losgeht. Matthias. Kannst du ja rausschneiden. Nee, ich schneide daran nichts. Ich habe ja deine Facebook-Adresse unten eingeblendet. Das kann ja jeder sehen. Was? Ja. Ich bin dein Vater, Luke. So, also Star Wars, da freuen wir uns schon drauf. Und sind mal gespannt der Dinge, ob uns der Film so fleht. Was sagst du überhaupt zum Trailer, der jetzt mittlerweile schon raus ist? Der erste oder der zweite? Ich glaube, das ist der zweite, ne? Mit dem großen abgestürzten Raumschiff da. Ja, um einiges besser als der erste. Insbesondere, weil du jetzt ja auch mal dann zum Beispiel Han und Chewie siehst. Mhm. Und ja, der zweite macht es um einiges interessanter. Mal schauen, was auf uns zukommt. Genau. Gut, ich glaube, damit sind wir so weitestgehend durch. Und ja, ich bedanke mich recht herzlich für diese tollen Fruchtergüsse. Banana. Genau. Und bedanke mich recht herzlich. Ihr wusstet doch, dass das jetzt von mir kommt. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Möge die Macht mit euch sein. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen bei den Comic-Cookies, Episode 39. Wir fangen mit den Damen an. Oni ist da. Hallo. Unser Gast Feli. Du musst auch was sagen. Hallo. Okay, sie möchte nicht. Dann unser Ehrengast Alban. Gute. Und wie heißt du nochmal? Breedstorm. Mahlzeit. Ja. Na gut, muss ich mich halt selber vorstellen. Und mein Name ist Steffen. Hallo. Es gab kein Stichwort. Ja. Nee, ist schon okay. Wie war das? Wie war das Codewort? Red. Board. Mit Feli haben wir hier eine Hälfte der Comic-Schnuckis sitzen. Sag doch mal was über euer spannendes neues Projekt. Das ist voll geheim, aber wenn ihr uns an die Comic-Cookies 1.000 Euro spendet, dann bekommt ihr exklusiv die erste Folge schon viel früher als alle anderen. Das ist meine Ansage. Voll toll, Leute. Die wird auch total alle professionell produziert sein. Alle anderen kriegen sie niemals. Die wird super professionell. Also und mhm. voller... Es ist nämlich kein Podcast, Info. Sondern ein Videopodcast. Mit einer Steadycam. Das ist mir neu. Unter der Dusche gefilmt. Unter der Dusche gefilmt, genau. Ja, wir oder in der Badewanne. Videos von Steffen unter der Dusche, während wir reden. Ja. Was das ist, was das ihr will bekommt. Doch keiner sehen. Comic Schnuckis Wet Invasion. Genau. Wet Invasion für 1000 okay. Euro jetzt auf. Nein. Den habe ich. Okay, wir machen hier lustiges Comic-Tauschen so wie ja, immer. Ja, das geht heute schon zu Beginn der Aufnahme los. Okay, Comic-Tauschen wie immer. Genau, Breedstorm fängt an, weil er hat einfach... Ja, der hat mal wieder den größten. Hallo. Breedstorm hat zu viel Freizeit und zu viel Geld. Einfach oder so. Ja, starte ich doch mal durch. Der erste Comic, den ich bespreche, das wäre Trigun oder Trigun. Ist eigentlich eine englische Serie, aber da sie schon in den 70er Jahren in Deutschland erschienen ist, sage ich mal, wahrscheinlich ist Trigun hier das Wort, was sich damals etabliert hat, wie bei vielen englischen Serien. Ich grätsche noch mal ganz kurz dazwischen, wenn ich darf. Woran hört der geneigte Hörer, dass Breedstorm spricht? Das Krümelmonster vom Baguette-Essen aus dem letzten Podcast hat eine Anfrage. Danke, Steffen, für diesen Einwand. Trigun ist eine Serie von Don Lawrence, der uns ja allen bekannt ist durch Steffen. Krümelmonster? Ich bin noch beim Krümelmonster. Storm von Splitter, so. Was sehr große Erfolge verehrt hat. Und ja, wie gesagt, Trigun spielt auch so ein bisschen damit rein. Ist allerdings eine Science-Fiction-Serie. Beginnt damit, wie ein Alien-Raumschiff mit einer gewissen Penisform, wenn ich das hier bemerken darf. Und das Stichwort? Moment. auf die Erde herabfällt, in den Sümpfen von Amerika abstürzt. Aha. Und dann fangen die Menschen an zu versuchen, die Codes auf dem Raumschiff zu entschlüsseln. Zu dem Zeitpunkt waren es natürlich noch Bücher, weil die Serie ist von 1965, das ist also das erste Heft. Ursprünglich erschienen in dem britischen Heft Ranger, was auch so eine verschiedene Stories beinhaltete, unter anderem halt auch Trigun. Die Menschheit schreitet voran und irgendwann können sie den Code entschlüsseln und stellen dann fest, es wird die Geschichte erzählt von dem Land Trigun.
Und es fängt relativ ein bisschen antiquiert an. Verschiedene Völker kämpfen gegeneinander. Trigo ist der Anführer eines umherziehenden Barbarenvolkes, während andere Völker auf diesem Planeten schon mit Untertassen und sowas durch die Gegend ziehen. Es gibt Dinosaurier, also es ist bunt gemischt. Und es entbrennt dann ein Krieg zwischen den verschiedenen Völkern auf dieser Erde. Und der Trigo ist natürlich ein guter Kerl. Er beschließt, sein Volk soll sesshaft werden, eine riesige Stadt bauen und so den Fortbestand seines Volkes Ich tippe sichern. Auf Trigonien. Ja, Trigan. Ne? Der Name des Landes ist Trigan. Ja. Und die Hauptstadt ist Trigopolis. Trigan City. Genau. Trigopolis. Entschuldigung, aber der sehr kreativ. Hört sich für heutige Ohren recht, nicht besonders kreativ an, aber man muss halt bedenken, da spielt noch so ein bisschen der Geist der 40er, 50er Science Fiction mit rein und für die damalige Zeit war das natürlich schon ein Fund, was hier abgeliefert wurde. Die unterschiedlichen Völker sehen natürlich auch alle sehr unterschiedlich aus. Der Trigo. Heutzutage kriegt man tolle Kostüme geboten, die sehr unterhaltsam sind, was in den 40er, 50ern als futuristisch bezeichnet wurde. Genau, ganz genau. So, ne? Gewisser Retro-Charme ist auch in den Zeichnungen zu sehen, wobei es natürlich blaues Pferd, wie futuristisch, wunderschön gemalt wurde. Und der Dinosaurier. Und auch sehr futuristisch. Ja, auf den späteren Seiten fährt dann noch allerlei Kriegsmaschinerie auf, wie zum Beispiel eine schöne Flak, die dann gegen Pferde kämpft. Also unterschiedliche Tech-Stufen, wie man das aus diversen Spielen kämpft, kämpfen da gegeneinander. Und da sagt man ja eigentlich, naja gut, der Trigo mit seinen Reiterhorden hat da relativ wenig Chancen, aber durch Glück und Geschick schafft er es dann doch, sich auf diesem Planeten so ein bisschen zu etablieren. Die Feinde, also die Hauptfeinde von ihm, die haben so einen leichten asiatischen Untouch. Wenn man das so sieht, gerade auch bei den Klamotten, während Trigo und seine Leute gern mal in so ein bisschen römischer Kleidung so durch die Gegend. Also es sind viele dieser Sachen sind inspiriert von irgendwas, was auf der Erde existiert, aber es ist halt komplett neu verquirlt. Die späteren Folgen der Serie wurden noch so ein bisschen betrachtet als wäre der Trigo irgend so ein Faschist, der versucht hier alle Völker zu vereinen und so weiter, unter seinem Namen natürlich. Aber so weit sind wir noch nicht. Das werden wir sehen. Panini will die Serie ja durchziehen. Also es gehört zu Paninis neuen Albenprogramm. Interessanterweise haben sie schon angefangen bei dem ersten Cover, was nicht das Cover ist, das einstige, das was mal ursprünglich war. Hier sind diverse Raumschiffe abgebildet, die über einer zerstörten Stadt fliegen, die aber in dem Band hier gar nicht vorkommen. Das ist Cover von einem späteren Band, während auf dem Originalband auch eine Kampfszene ist, aber die wieder wesentlich antiquierter aussieht, wie ein Cover vom 60er Jahre Science-Fiction-Film. Also in diesem Level bewegt sich das Ganze. Die Serie wäre wahrscheinlich nicht so bekannt geworden, wenn das nicht wenn nicht die Zeichnungen von Don Lawrence gewesen wären, weil der wirklich da sehr, sehr feine Sachen abliefert. Wirklich sieht jedes Panel aus wie ein Cover bei der ganzen Geschichte. Und guckt euch einfach mal an. Es gibt natürlich noch einen schönen Anhang, dem alles Mögliche noch zu der Serie erklärt ist. Das Originalcover ist zum Beispiel mittendrin auch nochmal erläutert. Kleiner Fehler hat sich eingeschlichen. Auf dem Backcover haben sie einen Tippfehler. Da haben sie Don Lawrence falsch geschrieben. Was natürlich schon kontrovers im Panini-Forum diskutiert wurde, dass man den Namen des Kultzeichners eigentlich auf der Seite hinten falsch dargestellt hat. Aber das hat nichts mit Triggen zu tun. Bei der normalen Lieferung soll dann, sie drucken es nicht nochmal neu, haben sie gesagt, aber da wird ein Aufkleber dabei sein. Ich weiß nicht, wie viele diesen Aufkleber darüber patchen werden. Hardcover, um dann ein Aufkleberchen drauf zu machen. Ist halt passiert. Ne? Ist halt menschlich, sage ich mal. Aber es wer Storm kennt oder auf die palpigen Geschichten da stehen mag, der ist da sicherlich richtig. Ich fand es überraschend gut. Also und werde der Serie natürlich auch weiterhin treu bleiben. Ach, bezahlt die Lektoren besser, dann leisten sie bessere Arbeit. Ja, das war vielleicht eine Idee. Ja, ist halt gerade hinten auch auf der Rückseite ist es halt schade, aber letztendlich kann man froh sein, dass sie jetzt nochmal erscheint. Was auch schon kontrovers diskutiert wurde, ist die Veröffentlichungsweise. Im Band hinten steht zum Beispiel auch noch drin, dass
teilweise ummontiert wurde. Also das Ganze ist schon bei Hetke erschienen und in den 70er Jahren ist es schon bei zweifach erschienen. Und ja, da muss man natürlich sagen, mir wurde ein Vergleichsbild zu einer alten Ausgabe vorgelegt und da sind die Bilder einfach größer. Das heißt, irgendwann hat jemand die Originalbilder genommen und hat die so zusammengeschnitten, dass die wunderbar auf eine Seite passen. Und dann wurde oben und unten immer so ein Stückchen rausgefiltert. Das waren niemals natürlich die wesentlichen Punkte des Bildes, aber es ist jetzt halt nicht mehr in dem vollständigen Umfang, den so eine Zeichnung oder ein einzelnes Panel haben sollte, sondern es wurde zusammen gemacht. Das soll allerdings nur bei einem ersten Band der Fall sein. Panini hat sich dazu schon geäußert, dass sie logischerweise nur die Vorlage drucken können, die sie auch haben. Und das, was aktuell existiert, ist nur diese. Das ist eine niederländische Montage, die existiert. Und ab dem zweiten Band wird das Ganze dann auch die vollständigen Bilder enthalten. Also es ist halt sehr schwierig. Die Originalzeichnungen von Don Lawrence sind in Sammlerhänden und überall verteilt. Also das würde man wahrscheinlich niemals zusammenkriegen. Insofern, ich habe es nicht gemerkt beim ersten Mal lesen, weil ich das Original nicht kannte. Aber ein paar Altleser haben sich schon zu Wort gemeldet. Und ja, aber letztendlich fantasievoll. Alte Science Fiction. Mich hat so ein bisschen an die ersten Stories von Perry Rhodan erinnert, die auch so ein bisschen... ja, wie soll ich das sagen, diese Militär-Science-Fiction da so ein bisschen haben, auf alten Vorstellungen beruhen. Und das hat das Ganze auch. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze auf dem Planeten noch entwickelt. Der Originaltitel hieß auch der Aufstieg und Fall des Trigan-Imperiums. Und da kann man sich ja vorstellen, wie die Geschichte ungefähr weiterhin abläuft. Ich glaube, es besteht Diskussionsbedarf. Ja. Nee, also ich habe jetzt gerade durchgeblättert, durch deine Erklärung habe ich jetzt mal mehr drauf geachtet und es ist wirklich super seltsam. Also es waren wohl mal, Zeitungsstrips oder wie? Nee, es waren schon richtig, es war mal gemalt, aber anders montiert. Okay, denn die Seiten sind immer unterschiedlich lang und das ist eigentlich ein richtiges, das macht man nicht. Also das ist total seltsam. Wieso? Wenn man nicht drauf achtet, du hast recht, als ich es erstmal durchgeblättert habe, habe ich es überhaupt nicht gemerkt, aber wenn man wirklich drauf achtet... die Seiten sind immer unterschiedlich. Hinten ist es auch ein bisschen stärker, gell? Jetzt ja, ja, jetzt am Anfang geht's noch. Am Anfang da ist halt so ein kleiner Hüppel. Der Abstand immer größer. Ja. Das ist schon lustig. Aber wie gesagt, soll ab dem zweiten Band sollen dann auch mehr Originale vorgelegen haben für die Montierung, weil es einfach sehr schwer ist, an die Sachen von 1965 ranzukommen. Es gibt einen Grund dafür. Es ist eine andere Montage. Ja, ich wollte fragen, ob das war schon mal in einem Magazin erschienen, oder? Mhm. Das heißt, es brauchte vermutlich Platz und für irgendwelche anderen Sachen. Genau. Ja, vielleicht war Werbung drunter. Also erschien auch immer nur episodenhaft, also nicht die durchgehende Geschichte, sondern immer nur eine Seite, ein paar Seiten, je nachdem. Und ja, deswegen sieht es so aus, wie es aus. Beim ersten Mal durchblättern ist mir, also lesen ist es mir nicht aufgefallen. Aber das tut den schönen Zeichnungen halt auch wenig Abbruch. Ne? Nö. Mhm. Wäre das was du lesen würdest, Steffen? Nö. Ist mir zu alt. Sehr, sehr klassisches Material. Ja. Ne? Also das ist schon klassisch. Ich kenne jetzt Storm auch nicht, die auch, aber die Ästhetik erinnert mich aus der Luke Orient. Ja. Mhm. Und ja, natürlich Flash Gordon und sowas in die Richtung. Genau. Ja. Aus einer ähnlichen Zeitepoche ist das Ganze entstanden. Und deswegen ist es halt 50er, 60er Science-Fiction. So ein bisschen. Wie gesagt, schon allein, dass in dem Raumschiff, was abstürzt, werden Bücher gefunden, wo die Geschichte des Volkes aufgeschrieben ist. Halt, ne? Das erklärt halt natürlich schon vieles. Ja? Ja. Sieht auch gern so ein bisschen die Untertassen noch bei den Raumschiffen raus. Also ja. Aber wie gesagt, ich finde es unterhaltsam. Ja. Alban hat einige der Comics gelesen, die wir geschenkt bekommen haben. Aus dem Paket. Aus dem Paket, genau. Mhm. Und mit welchem möchtest du anfangen? Ich würde anfangen mit dem, den ich nicht fertig gekriegt habe. Dem Punisher. Nämlich Punisher Blutspur. Die Ausgabe aus der offiziellen Marvel-Comic-Sammlung. Mhm. Von Hachette. Hachette. Geschrieben wurde von Stephen Grant und gezeichnet von Mike Zack und Mike Wasberg. Vermutlich. Mhm. Das ist, was mich so überrascht hat, ist, ich hätte nicht erwartet, dass der so alt ist. Mhm.
Ich habe nämlich leider keine Ahnung, wann er erschienen ist, ursprünglich. Aber ich vermute mal 80er, vom Stil her. Und ich muss sagen, er hat mir nicht so gut gefallen. Auch wenn ich lustigerweise schon mal von ihm gehört hatte. Man hat auch schon von gelesen, besser gesagt. Das ist die Geschichte, in der der Punisher, das ist eine Geschichte, in der der Punisher ins Gefängnis kommt und dann versucht, irgendwelche Kriminelle auszuschalten und wieder ausbricht. Ich finde, der war überraschend langweilig. Vielleicht ist es auch einfach so, dass die solche Geschichten zwischen, vor allen Dingen mit dem Charakter oder ähnlichen Charakteren, schon ein paar Mal erzählt werden. Immer Dante halt kommt in den Knast, dort wird gefangen, und er bricht wieder aus und dann versucht er weitere Hintermänner auszuschalten. Und ich weiß nicht, wie neu diese Geschichte damals war, als sie zuerst rausgekommen ist, aber inzwischen ist es sehr langweilig, sehr oft erzählt. Okay, das hat es irgendwie so. Ja. Auch ist die etwas ältere Art der Zeichnung, muss ich sagen, funktioniert für mich einfach nicht so gut. Es muss nicht diese, ich weiß, typische Superhelden-Comic-Stil, also man kann das leider jetzt nicht sehen, aber genau, wenn sie zuhauen mit diesen Energielinien, aber trotzdem ist alles irgendwie, ich weiß nicht, wie ich es das erklären soll, es wirkt plump. Mhm. Das hat Soundwörter. Womp. Womp, ja. Ich weiß nicht, kann es wie gesagt schlecht beschreiben. insgesamt. Sehr viel Brusthaar. Habe es wie gesagt nicht durchgeschafft. Ich habe, glaube ich, bin das erste Drittel des Comics geschafft und habe dann aufgegeben, weil es mich nicht mehr interessiert hat. Sonst kann ich nicht mehr viel dazu sagen. Es ist, glaube ich, eine sehr typische panische Story. Mhm. Wer ist denn der Zeichner? Wer ist der Zeichner? Gesagt. Mike Zack, die beiden Mike Wolfsburg. Ich zeichne. Mhm. Moment, ja. Mike genau. Zack, Mike Wolfsburg. Okay. Und es gibt noch einen Inker, den John Beatty. Mhm. Hm. Ich meine, die Geschichte ist bereits schon mal in Deutschland bei Feest damals erschienen, wenn ich das Cover so angucke. Also es kommt mir bekannt vor. Mhm. Ich sogar schon noch mal bei Panini zwischendurch auch. Das weiß ich nicht, aber... Ich hätte die Geschichte auch schon gelesen, ja. Und es hat mich so vom Eindruck her ähnlich bestimmt, weil irgendwie kannte man das Prinzip auch schon. Es gab mal Marvel-exklusiv Special. Mhm. Oder war es so von Marvel Max oder sowas? Nee. Bei Max war es nicht. Es könnte eins von den Specials gewesen sein. Da haben sie auch klassisches Material veröffentlicht. Rückigerweise, ich besitze, glaube ich, genau einen Punisher-Comic, Punisher The End. Den finde ich eigentlich ganz cool. Ja, genau. Das im Vergleich dazu, lustigerweise ähnliches Thema, Punisher ist im Gefängnis. Und genau. Ich weiß nicht, vielleicht können wir den auch mal vorstellen. Falls ja, können wir gerne mal machen. Aber ich fand ihn sowohl ästhetisch, genau, der war wunderschön als gezeichnet, auch von der Erzählung viel klarer, viel besser. Es war einfach... hat mich viel bessere Energie übermittelt. Und dafür fand ich ihn überraschend, ja, langweilig. Mhm. Ich glaube, Schlimmeres geht nicht. Vernichtendes Urteil. Gut, hat man so auch noch nicht, glaube ich, aber okay, muss ich auch mal sagen. Man muss immer im Zusammenhang mit der Zeit sehen. Genau. Ja, richtig. Zu dieser Zeit war es wahrscheinlich sogar innovativ. Ja. Wir müssen auch sehen, wir sind halt Leute, die sehr, sehr viele Comics lesen. Wenn man damals ein Kind war, und das gelesen hat und noch sonst immer nur Superman ist freundlich mit seinen Gegnern hat, dann war das wahrscheinlich unglaublich. Ich denke auch, wenn man eine nostalgische Verbindung hat, ist das noch deutlich was anderes wert. Mhm, genau. Was ich natürlich nicht habe. Ich kenne nicht besonders viele Marvel-Geschichten und Punisher. Das war das, glaube ich, mein zweiter Punisher-Comic. Und ja. Ja gut, das ist wahrscheinlich das Ähnliche, was ich jetzt mit Trigern hätte. Ich meine, bei dir ist es so, du bist mit solchen Comics in der Machart mehr oder weniger aufgewachsen. Hast die früher gelesen. Ich halt nicht. Und wenn ich jetzt dann so einen Comic lesen würde, das würde mich einfach nicht wirklich berühren, glaube ich. Deswegen finde ich spannend,
dass zum Beispiel die Abrafaxe, die ich ja nun definitiv nicht hatte, ne, weil der Zaun war ja zu. Ja, das ist das Gegenbeispiel. Dass ich das doch gelesen habe und interessant fand. Ja. Okay. Ich verbinde damit keine nostalgischen Verbindungen. Ich kann so alte, so ganz alte Sachen mit diesem Stil, auch mit diesen Soundwörtern nur lesen, wenn es ein bisschen komikhaft überzogen ist. Wenn das der wirklich alte Stil ist, wo sie sich ernst nehmen, es kommt bei mir einfach nicht ernst drüber. Wenn es ein bisschen komikhaft überzogen ist, geht es ganz gut. Ja. Und auch die alten Batmans, also wenn sie zu alt werden, wird es dann auch kritisch, aber alte Batmans haben auch noch sehr viel Charme, auch aus der Zeit. Ja, sehr viel. Wie gesagt, wunderlich ist es halt, 65, das war ja wirklich auch noch nicht, wo ich viel gelesen habe. Und ich hatte mit der Serie bislang auch noch keine Berührung, aber das finde ich ganz gut. Wo du es jetzt sagst mit den alten Batmans, da habe ich noch Archivbände, da komme ich auch nicht wirklich ran. Also aber das ist halt immer eine Geschmackssache, kommt mit dem Thema auch klar. Ja, das kommt natürlich noch dazu. Ja, oft haben wir auch eine ganz andere Weltansicht, das ist natürlich noch zusätzlich. Apropos Abrafaxe. Wollen wir da gerade hin, ja? Gut, von mir aus. Ich hatte ja vor einiger Zeit schon mal angekündigt, dass ich so eine kleine Serie starten wollte zu den Abrafaxen, weil ich ja neulich auch den Band zum 40. Geburtstag dabei hatte. Deswegen habe ich heute dabei den Band zum 30. Geburtstag. Machen wir da erstmal alle Jubiläumsbände durch. Ganz witzig ist bei den Abrafaxen, dass die immer eine andere Machart haben für die Jubiläumsbände. Bände irgendwie. Also der 40er war halt, ich sag mal, ein kleineres Format und hatte Nachdrucke drin. Der 25-Jährige, zu dem wir noch kommen werden, vielleicht dann irgendwann, hat so ein bisschen Hintergrundgeschichte und so weiter und so fort. Und der zum 30. den ich jetzt heute dabei habe, ist auch schon wieder 10 Jahre her, hat halt ist im Grunde ein Hommagebuch, wenn man so will. Weil sich viele Künstler daran verewigt haben und die Abrafaxe auf ihre Art und Weise interpretiert haben. Da wollte ich mal das kleine Spielchen spielen. Ich gebe das einfach mal dem Breedstorm. Aber wir können es ja auch noch, gerne noch mal die Runde rund geben. Ja. Und lass ihn einfach mal durchblättern, weil es sind viele Künstler drin, die ihm vielleicht was sagen oder vielleicht auch nicht. Lustiges Künstlerraten. Okay, lustiges jetzt geht's Künstlerraten. 3, 2, 1. Ulf K. ist natürlich klar. Ne? Lasker Comics sieht man auch quasi auf jedem Comic-Salon in Erlangen. Die waren hier auch wieder. Ja. Ne? In München, ja. Spee sagt mir jetzt nicht. Ist das ein Abrafaxe-Zeichner, Bernhard Spee? Kann sogar sein, ja. Wüsste ich jetzt auch nicht. Können wir dann noch aber hinten nochmal nachgucken. Naomi Fern natürlich, sehr schön. Wobei ich da jetzt vom Stil, da hat sie sich sehr an den Vorlagen gehalten. Selfies nicht ihr zuordnen können. Also manche haben sich in ähnlichen Stil gehalten und manche halt so überhaupt nicht. Ne? Also Hermann, würde man, wenn die Hermann-Figur, die dazu aus seiner Serie drin wäre, würde man auch nicht unbedingt erkennen. Ja, das ist ähnlich hier bei dem Herrn davor. Das ist wirklich so ein Who's Who der deutschen Comic-Szene, wenn ich das hier so sehe. Und auch ein paar Franco-Belgier dabei, Pape ist hier dabei. Der Herr Dinter natürlich, okay. Eckhard Breitschuh, also es ist wirklich quer gemischt. Taugen denn die Geschichten auch was? Sind ja nicht nur einseitige Zeichnungen, sondern sind ja auch Geschichten teilweise drin. Ganz kurze. Ja, die geben schon ihren speziellen Einfluss, denke ich. Hast du es gelesen? denke ich mal. Ich habe es schon mal durchgelesen, aber das ist auch schon wieder. Weilchen her. Die Altersdemenz. Genau. So ist es. So ein bisschen wie der Winnetou-Band, den es mal gab. Ja, ich meine, die Art und Weise gibt es ja häufiger mal, dass es ein Hommageband gibt. Gab es ja bei Asterix schon in seiner Zeit. Dann gab es das. Gab es denn das noch? Jetzt hier einer aus der jüngeren Zeit, der mir da einfällt, ist dieser Wilhelm Busch-Band, wo auch verschiedene Künstler sich verewigt haben. Ja, so in diesem Stil ist das hier gemacht, in Albenformat. Und macht einfach Spaß, mal durchzublättern und zu gucken, in wie viel unterschiedlichen Arten die Abrafaxe dann doch interpretiert werden. Ich meine, gut, zum Teil, wie du schon sagst, sehr nah an der Vorlage, aber zum Teil auch sehr individuell, wie man es in dem Fall sieht, was die Feli gerade offen hat.
wo sie dann doch sehr vermenschlicht dargestellt sind. Also in dem Stil würde ich ja gerne mal ein Abrafaxe-Comic sehen. Ja. Ja. Dann will ich vielleicht auch lesen. Ich mag Rute seinen Beitrag, der ist gut. Dann lies ihn doch mal vor, das Buch ist alt genug. Ein Tetrapack kommt zur Tür rein und sagt: Abrax, Babrax, Kalifax. Die anderen: Tetrapax, der einzige von uns, der es im Westen zu was gebracht hat. Ja, Rute ist großartig. Als kleiner Einspieler, ich habe meinem Vater vor kurzem das, wie heißt der nochmal? Bombach und Bodo Bach und Rute Buch geschenkt. Ich weiß gar nicht mehr, zu welchem Anlass. Ostern. Es gibt ein Bodo Bach und Rute Buch? Ja, ist großartig. Mhm. Erzähl, was geht's da? Einfach Sketche, vermutlich, also, die sich zusammen ausgedacht haben. Mhm. Okay. Auch mit seinen klassischen Charakteren, aber ich glaube auch sehr viele, die da jetzt vom ihn kamen. Alter, halt auf Hessisch. Übelst ja, ist Hessisch. Das ist, wunderschön. Zu vermuten. Südhessisch, bitte. Wir möchten das nochmal unterstreichen. Ja, das ist Nordhessisch. Ja, das Nordhessisch. Das will ja Nordhessen hören. Kommt hier keiner. Will jemand was gegen Nordhessen sagen? Ja. Das will ja keiner ich hören. Ich will nicht mit Nordhessen anlegen. So sieht's aus. So. Wunderschön. Das sind sehr grimmige, gefährliche Leute. Das Witzige ist, wir sitzen hier mitten in Südhessen und keiner hat einen Südhessen-Sling. Das ist komisch. Ich möchte nochmal unterstreichen. Gut, bei dir, aber bei dir fällt es durch deinen Regionaldialekt aus deiner Heimat ein bisschen ab. Das ist eine interessante Mischung. Also manchmal, wenn ich mich nicht zurückhalte. So. Was hat denn die Feli so gelesen? Wieder zurückzukommen. Ist doch noch. Lass doch das ja, die ist noch. So. Gut, dann komm, du hast den dicksten Stapel. Dann mach du weiter. Ja, der Breedstorm hat wieder den dicksten. Ja. Man muss unbedingt Druck ablassen. Ja. Und da werde ich auch gleich einen ziemlich großen Klotz von Druck los. Und oh ja. Alter Schweinevogel. Mit diversen Penisanspielungen, selbstverständlich. Feli weiß hier rein. Aber auch Feli mit, weiß, mit Ostbezug. Ja. Denn es ist der Band Schweinevogel Totalorama, die Flegeljahre. Darin enthalten sind alle Schweinevogel-Comics von 1987 bis 2007. Und das sind wirklich eine Menge. Das ist ein kleiner Ziegelstein. Jupp. Recht erschwinglich für 25 Euro. Herausgegeben vom Glücklichen Montag, beziehungsweise Holzhof-Comics. Und gezeichnet hat es natürlich der Herr Schwabel. Das ist ein Zeichner aus Leipzig. Echt? Und, ja. Und drin enthalten sind sämtliche Sachen, die er wirklich in den Jahren gemacht hat. Wirklich kleine Skizzen, die er in irgendwelchen Zeitungstrips hatte. Es fing an mal hier mit in der Leipziger Volkszeitung ein paar Sachen. Dann Zeitungen, die kein Mensch kennt, also Messitisch. Ja, also wirklich aus den frühen 90er Sachen. Und dann sind auch die Sachen enthalten, wo ich die Figur kennengelernt habe. Und zwar ist es von III Comics, dem Verlag, den Bela Bema hatte. Da sind diverse Schweinevogelsachen erschienen gewesen. Aber mir war das immer zu kompliziert, die mir zusammenzusuchen, die Einzelteile, und das am Stück zu lesen. Aber die sind hier auch alle drin enthalten, mit natürlich diversen Covers und so weiter und so fort. Ich muss sagen, der Band hat natürlich seine Höhen und Tiefen. Also ich habe festgestellt, dass ich Schweinevogel ganz gut finde, wenn er in diesem typischen Zeitungstrip-Format erscheint und politische Sachen, Anspielungen drauf macht. Also in dem Fall sind es natürlich noch Sachen auf Kohl, teilweise, die da mit drin sind, was er ganz gut kann, und kommentiert Tagesgeschehen und so. Das gefällt mir ganz gut. Überraschenderweise die Sachen, die bei III enthalten sind und die maßgeblich da drin eine durchgehende Geschichte bilden, die fand ich weniger gut, weil es sehr abgefahren mit wir reisen durch die Zeit und übermächtige Aliens und so ein bisschen so wie bei Marvel, die verschiedenen, was weiß ich, der Beyonder und solche Figuren. Penisse kommen auch teilweise drin vor, aber nur in der Nebenrolle. Ich muss dich enttäuschen. Ja. Mach den Mund voll. Ich hatte richtig Spaß auf im letzten Drittel, wo dann der Iran durch war und Sachen aus so einem Musikmagazin drin waren, weil er ist großartig da drin, Anspielungen zu machen aufs Musikbusiness, und baut auch gern Sachen, die er wahrscheinlich selber gut findet, wie zum Beispiel die Ramones oder Kiss oder sowas. Sowas baut er da ganz gern
mit ein, was weiß ich, die Sex Pistols baut er mit ein. Ja? Also das, das kriegt er schon ganz gut hin. Ist halt alles in Schwarz-Weiß und sehr Indie-lastig. Wie gesagt, der Schweinevogel ist eine Mischung aus einem Vogel und einem Schwein, wer es noch nicht gesehen hat. Mhm. Und lebt zusammen mit Swampy, das ist eine lebende Schlammpfütze, die durch einen magischen Knochen zu einem Wesen wurde. Und dann gibt es noch ein Wesen, wo ich nicht genau weiß, was es ist, namens Iron Doof. Das ist so, der darf da mit denen zusammenwohnen, muss die aber so bedienen. Ja? Komischerweise, Frauen werden gerne realistisch und ausgeprägt gezeichnet in dieser Serie. Ja, er hat auch so ein Faible für, wahrscheinlich ist es so eine Leipziger Lokalbekanntschaft oder Sportlerin oder irgendwas, die ich nicht zuordnen kann, weil mich Sport nicht so interessiert. Die wird auch ganz gern drin gezeichnet. Und dann natürlich hat er noch ein Hausschwein. Also ein Ferkel, also ne, der Schweinevogel, okay, der halben Ferkel ist, hat noch ein kleines Ferkel als Hausschwein, ich glaube namens Sid. Und die erleben halt diverse Abenteuer und es ist halt sehr unterschiedliche Qualität und sehr unterschiedliche Zeichnung. Mhm. Hat sich im Laufe der Jahre sehr, sehr weiterentwickelt und wie gesagt, es gibt noch einen zweiten Band, den ich noch nicht habe zu dem Thema. Zusätzlich zu dem Band hatte ich noch, da war so ein Paket, aber noch so eine DVD mit so einem kleinen Animationsfilm, wo sie mal offensichtlich vorhatten, das erzählt zu bringen. Weiß ich nicht. Also ich denke, wenn man vielleicht in Richtung SpongeBob geht und die verschiedenen anderen abstrusen Animationsserien, die es heutzutage gibt, dann kann man sich damit wahrscheinlich noch besser anfreunden. Ja. Wie gesagt, gibt auch einiges im Internet zu sehen auf seiner Homepage. Schaut einfach mal rein, ob das stilistisch was für euch ist. Mich hat es, wie gesagt, durch die III-Bremse, die da drin war, das war einfach nicht meine Geschichte, hat es etwas gebremst und es hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich den Band durch hatte. Ja. Mhm. Wundert, dass du das nicht kennst, Steffen. Gehört habe ich davon schon, aber da geht es mir, glaube ich, ähnlich wie dir. Ja, wo kriegt man es her? Vor allem. Und, na gut, wenn es eine gesammelte Form gibt, dann ja, klar, werde ich mal gucken, dass ich mir das auch mal zulege. Ja, den Schwabel kennt man natürlich auch, weil die Verbindung mit II hast du schon gebracht. Ja, Bela B ist auch natürlich mehrfach drin gezeichnet. Kennt man ja auch als, zumindest, ich weiß gar nicht, ob es aktuell noch ist, aber zumindest ehemaligen Haus- und Hofzeichner der Ärzte. Ja, es gibt, genau, es gibt auch noch diverse Gastauftritte, wo Schweinevogel einen Gastauftritt hatte, zum Beispiel im Ärzte-Comic ist zum Beispiel auch drin verzeichnet. Ja. Gut. Willkommen zurück bei den Comic-Cookies. Das Kauen ist beendet. Das war eine lange Pause. So, eine Alman, gefühlte Ewigkeit. Alman, du hast weitergelesen, wieder in die Kiste gegriffen. Also, der nächste Posten aus dem Paket, den ich gelesen habe, ist Thor. Und zwar ein Story Arc, der zwei Bände umfasst, The God Butcher und God Bomb. Und das ist, muss ich zuerst sagen, mein allererster Thor-Comic. Und ich war sehr positiv überrascht. Jetzt muss ich aufpassen. Die Story ist, erstreckt sich über mehrere Zeiträume und springt zwischen diesen Zeiträumen hin und her. Es geht also einmal kommt vor der junge Thor, noch bevor er den Hammer bekommen hat. Dann quasi der moderne Thor, der in der heutigen Zeit lebt. Und später kommt noch ein alter Thor hinzu. Und das heißt, es involviert, wie gesagt, diese Zeitsprünge und die Story wird dazwischen verflochten. Jetzt muss ich gerade überlegen, wie ich das alles erzähle, und das Spoiler, weil die Geschichte gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich würde jedem empfehlen, sie möglichst so zu lesen, ohne irgendwelche Informationen vorher zu bekommen zu haben. Aber im Grunde, man kann schon mal Gründe erzählen. Und zwar, dass Thor entdeckt im Laufe seines Lebens immer wieder Götter von anderen Welten. Und die, und zwar tote Götter, also die wurden ermordet. Und irgendwann begibt er sich halt auf die Spur nach dem da titelgebenden God Butcher, also einen, der die Götter hinrichtet, sie quält. Es geht halt in der Geschichte darum, wie man
wie er auf die Spur kommt und auch warum der Gott Bodchuk das tut, was er tut. Und das, wie gesagt, verflechtet sich halt über sehr fast schon ein bisschen Quentin Tarantino-like, also wie die Zeitstränge miteinander verwebt sind. Genau, vielleicht soll ich das sagen, gezeichnet und geschrieben. Genau, der Artist ist Isad Ribic. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und der Schreiber ist Jason Aaron. Und was mich persönlich immer freut, ich bin kein so großer Fan, wenn das Cover-Artwork und das Innen-Artwork nicht so gut zusammenpassen und das falsche Qualität verspricht. Und hier finde ich das sehr gut gelungen. Also die Qualität der Seiten ist zwar nicht dieselbe wie dieses Covers, aber auf einem sehr hohen Niveau. Was lässt sich noch sagen? Ohne dass ich jetzt was Wichtiges wegspoilern. Geh doch auf die Zeichnung nochmal ein. Ich kann die Zeichnung ansprechen, genau. Also Zeichnungen sind nicht eine gute Mischung aus Cartoony und sind nicht so Cartoony, sondern glaube ich. Was ich lustig finde, ist, dass der rote Mantel von Thor, der rote Mantel von Thor ist eine Art Leitfaden für das Auge durch die Geschichte. Es ist oft sehr dunkel und düster. Und dann gibt es immer wieder Momente, wo Thors Mantel auf einmal, obwohl er in einem dunklen Raum steht, heller ist. Und sozusagen das Auge ein bisschen leitet. Was mich total gestört hat, war die Schrift. Mich hat die Schrift, die Textschrift unfassbar gestört. Sie hat ein paar Schnörkel ein. Ja, sie hat ein bisschen zu viele Schnörkel und ist auch noch teilweise kursiv gesetzt. Ich bin fast wahnsinnig geworden beim Lesen, deswegen bin ich auch nicht durchgekommen. Weil ich mag klare, serifenlose Schrift. Die kann ich schnell und gut lesen. Und das hat mich wirklich immer wieder drüber stolpern lassen. Die Schrift fand ich wirklich unangenehm. Und schlecht gewählt, leider. Ist mir nicht so aufgefallen. Ja, wenn man nicht so das Problem hat mit... Was mich stört, ist, dass bei der Schrift manche Buchstaben sind wie kleine Buchstaben geschrieben und manche sind wie große Buchstaben. Das H zum Beispiel ist ein kleines H, das A auch. Sie haben aber alle dieselbe Höhe. Ja. Und das E ist aber wieder ein großes E. Und das sieht dann ein bisschen... Ich glaube, bei mir hat da total die Legasthenie reingeschlagen, weil ich einfach Wörter anders lese. Ich lese die ja in Bild. Und ich habe das versucht, ich musste wirklich mich anstrengen, die Sprechblasen zu lesen. Ja, es ist nicht so eine schöne Schrift, die sich richtig gut weglesen lässt. Das rührt natürlich daher, dass man, das ist ja eine nordische Geschichte eigentlich, und man versucht ein bisschen das nordische Flair einzufangen. Es passt vom Stil her, von der Torgeschichte, aber es liest sich leider nicht so schön. Das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen wollte. Von der Schrift her, also es wirkt halt so ein bisschen runenhaft, finde ich in Ordnung, aber es war halt einfach jetzt für mich zum Beispiel eine furchtbar schlechte Schrift. Kommt aber auch drauf an, es ist nicht überall dieselbe Schrift. Ja, manchmal ist sie sogar noch schlimmer. Nur für wenn Thor redet. Stellen, die mit Thor zu tun haben. Hier redet jemand anderes und da haben sie eine ganz normale, schlichte Schrift gewählt. Das war das, was noch viel schlimmer gemacht hat. Ist eine lustige Idee, aber... jedes Mal, wenn er redet... Oh, hier ist wieder, was mich total gefreut hat, war wieder dieses schöne Einbinden der Soundwords, wie du das bei dem Blitz siehst. Der Soundword wird erhellt vom Blitz und ist auch hinter dem Blitz. Das heißt, es ist nicht so, so super cartoony, dass es eben das... Ja, es hat keine Outlines, genau. Zu Thor gehören einfach diese Soundwords auch dazu. Also ja. Das ist ja das Typische, sein Blitz, sein Krakum, das ist ja immer das Soundword, was das steht. Okay, das macht auch das Ganze unseriös für mich, sag ich mal. Während bei dem Punisher war es halt dieses Gelbe mit Umrandung, Pau, und das... Ist halt eine andere Zeit. Klar, das ist eine andere Zeit. Das muss man halt mögen oder mit groß geworden sein. Ansonsten hat sich halt auch weiterentwickelt. Ja. Ich habe diesen Story-Arc auch gelesen. Mhm. Auf Comixology gab es irgendwo mal einen Sale und da habe ich mir den ganzen Run, auch die Hefte schon davor, geholt. Und ich liebe ja Jason Aaron, weil der ist bekannt geworden seinerzeit mit Sculpt. Das ist eine Serie über...
ja, Vorfälle in einem Indianerreservat der heutigen Zeit. Und Jason Aaron kann man eigentlich immer lesen, wobei ich finde, dass er besser ist in Sachen, wo er die Figuren selber bestimmen kann. Er macht viel für Marvel. Da ist er natürlich immer noch überdurchschnittlich, aber trotzdem gefallen mir seine Sachen wie Skype oder jetzt das neue Southern Bastards einfach besser, weil er gerade in diesen Südstaaten-Dingen sehr, sehr drin ist und da kann er sehr, sehr gute Figuren dazu schreiben. Das Ding fand ich auch interessant. Gerade so im Vergleich zu den letzten Toren davor war das wirklich eine Steigerung. Ja. So kann man durchaus lesen. Mhm. Gut. So, ich warte mal. Wie du möchtest. Dann kommen wir mal zu einem etwas älteren Buch, was ich mir mal rausgeholt habe, um es endlich mal zu lesen. Das ist die Einladung vom Splitter Verlag von Jim und Mamou, oder wie würdest du als französisch sprechender Mensch sagen? Mamou. Mhm. Genau. Und das ist im Grunde ein abgeschlossener Band. Heute wird man Kevin Knobel sagen, zum Thema Freundschaft. Also die beiden Freunde. Freundschaft. Du musst auch alles kaputt machen, ne? Ja, man sieht auch die beiden Freunde direkt auf dem Cover, wie sie auf dem Auto sitzen und ja, anscheinend miteinander reden. Und das findet in dem Band im Grunde statt. Nämlich, dass die beiden miteinander reden. Das ist so der Hauptteil der ganzen Geschichte. Sehr dialektreich, also. Dialektreich? Nee, dialogreich. So rum. Es ist spät. Dialektreich ist was anderes. Dialektreich ist es vielleicht auch, aber das weiß man halt nicht, weil ich höre es ja nicht, ich lese es ja nur. Man kann im Dialekt schreiben, es macht keinen Spaß, aber es geht. Ja, und man kann es vielleicht mittlerweile sogar lesen, weil hören, weil ursprünglich wurde das ganze Ding als ein Theaterstück konzipiert. Das habe ich aber erst am Ende gelesen, aber hatte tatsächlich schon, während ich es gelesen habe, den Eindruck, oh, das passt ja wunderbar auf eine Bühne, weil es sind halt doch relativ wenige Schauplätze, die so ein bisschen kammerspielartig wirken, die natürlich immer mal wechseln, aber das kann man gut in ein Theaterstück unterbringen. Und tatsächlich hatte das der Autor als, Moment, ich muss mal ganz kurz gucken. Der Dominik Mermo ist der Zeichner und der Thierry Terrasson, also genannt Jim, ist der Autor und der hat das Ganze ursprünglich als Theaterstück, wie gesagt, ausgelegt. Ja, es geht im Grunde um die Freundschaft zwischen diesen beiden Protagonisten und was man denn bereit ist zu tun in einer Freundschaft. Darum geht es im Grunde. Und da ist jetzt nichts Versautes, weil du schon wieder so guckst zu fragen. Mord und Totschlag? Ich gucke nicht, ich habe den Band gelesen, stimmt. Das war schon ein bisschen mehr, aber... Ja, aber... Vielleicht sollst du die Eröffnungssequenz mal berichten. Da, die ist bestimmt sowieso als Leseprobe im Netz. Da kannst du mal... Da kann man mal ein bisschen, ja, ohne dass man zu viel verrät, kann man sagen. Also die Öffnungssequenz beginnt damit, dass halt der eine der beiden Freunde im Bett liegt und auf einmal einen Anruf bekommt von seinem anscheinend besten Freund und eigentlich überhaupt nicht rangehen will, weil ist ja mitten in der Nacht und was auch immer. Ja. Und der ruft halt nochmal an und dann geht er halt letztlich ran auf Drängen seiner Freundin hin und und der bittet ihn halt zu ihm zu kommen, weil er hat eine Panne mit dem Auto. Was spielst du hier mit Linus rum? Und Billy darf das. Ja. Und ja, letzten Endes rappelt er sich auf und fährt hin. Ja, und ab da würde ich eigentlich nicht mehr weiter erzählen, weil das würde so ein bisschen die Luft rausnehmen. Ab da nehmen die Geschehnisse ihren Lauf, sagen wir mal so. Was man vielleicht noch sagen sollte, dass er auch während dem Telefonat, man merkt, dass er eigentlich überhaupt keinen Bock drauf hat. Ja, es ist mitten in der Nacht, gegen 3 Uhr oder was. Und er rechnet das so kurz im Kopf durch, jetzt brauchst du so lange dahin und dann das. Und morgen muss ich wieder früh raus, bis ich dann wieder hier bin. Mhm. Das ist halt alles so anstrengend, ja. Diese Szene hat mich sehr an eine Szene aus meinem Leben erinnert, wo ich mal nachts angerufen wurde und bei mir war das ein bisschen anders, was da passiert ist. Okay.
Möchtest du darüber reden? Es ist ja, wie gesagt, ich nenne ja keinen Namen, aber es war so 4 Uhr nachts. Ich krieg einen Anruf. Damals hatte ich noch Festnetztelefon, also ihr könnt euch denken, ist noch ein bisschen länger her. Oh Gott. Alter, du musst mich abholen. Ich so, was ist denn los? Alter, die Bullen haben meinen Führerschein weggenommen. Wo bist du denn? Mannheim. Ja, warum fährst du in Mannheim mit dem Auto besoffen? Ich wollte auf dem Parkplatz umhängen, einen Führerschein. Und wo bist du? In Mannheim. Okay. Weißt du auch wo in Mannheim? In Mannheim. Okay. Such dir ein Hotel und ruf mich morgen früh bitte wieder an. Echt, es ist so eigentlich möglich, mit ihm ein Gespräch aufzubauen. Aber in dem Band ist ja Gott sei Dank etwas anders. Ja, wobei er ja erst ähnlich reagiert und dann so nach dem Motto, ja. Aber gut, ja, wie gesagt, da will ich gar nicht so auf die Haribo-Fishing, findet ihr das? Ich habe eben gerade erst gesehen, dass es Schnuller gibt. Entschuldigung. Ja. Also wie gesagt, ein guter Band, wie gesagt, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die Zeichnungen haben auch sehr dazu gepasst. Die schwanken so ein bisschen von ruhig und stoisch, aber auch zum Teil, wenn es angebracht ist, werden sie dynamischer, habe ich den Eindruck. Ja. Das ist natürlich auch ein bisschen Comic übers Erwachsenwerden. Genau. Thema Beziehungen, auch da ganz, ganz wichtig. Ne? Ja. Hört sich langweiliger an, als es eigentlich ist. Also wenn du mir das so jetzt sagen würdest, wir älter werden, erwachsen werden, Beziehungen, würde ich sagen, gut, kann ich auch nicht so Opera gucken, interessiert mich nicht. Mhm. Aber es ist wie gesagt, es hat schöne Emotionen drin. Also das ist ja auf jeden Fall ein schöner Titel für so Sommertage, wie man es im Moment. Na gut, im Moment macht er ein bisschen Pause, aber. Ja, abgeschlossen in einem Band, Splitter Books Format. Das heißt nicht das ganz große Albenformat, wie es in Frankreich mal erschienen ist, sondern etwas verkleinert, aber dafür in einem Band, Hardcover mit Schutzumschlag. Genau. Ist eine Empfehlung, ja. Wie gesagt, ist leider auch schon etwas älter der Band, aber ist noch zu haben bei Splitter Direct. Du kannst ihn gleich mal da lassen. Lass ich. Ich lasse. Hm. Ja, was hat denn die Feli so gelesen? Machst du sowas so, als ob das so ein Schulaufruf-Ding wäre? Ja, hat Feli ihre Hausaufgaben gemacht? Dann kommt mir der Feli, kleine Rebell raus und dann sage ich, nein, ich habe die ganze Nacht gezockt. Wir waren ja jetzt alle schon dran. Jetzt warst du halt noch nicht dran, weil du noch den Mund voll hattest. Jetzt bist du dran. Dann nimmt jemand anders auch den Mund sehr voll. Ich könnte sagen, Feli hat aktuell immer den Mund. Ich freue mich, das ist ein sehr die Schnauze voll, meinst du? Was ist das denn hier? Freedstorm hat momentan anscheinend ein bisschen Bashing. Probleme, die er vielleicht mit uns teilen möchte. Nee. Sollen wir einen Aufruf machen? Nein, wir machen keinen Psycho-Podcast, weiter geht's. Das wäre vielleicht ein Renner. Gibt's aber auch schon. Reden wir alle über unsere Probleme. Dann habt ihr eure Probleme. Genau, und wir nennen uns der Breakfast Club Podcast. Ich mach das Telefon wieder an, ich gebe die Nummer raus und ihr könnt einfach live anrufen. Ja! Super. Und der nächste Anruf in der Leitung ist: Ah, hi Mama. Nee, ich mache hier, nehme hier gerade einen Podcast auf. Sorry, kannst du später. Oh, wir sprechen gerade über dich. Okay, ja. Na dann erzähl mal. So, hat die Feli überhaupt was gelesen? Ja, ich habe Manga gelesen. Das ist gut. So, Alban? Nein. Du hast Manga gelesen. Was ist denn für ein Manga? Bonnie, gib mir mal die. Wir haben das offen. Was da? Kuragehime. Kuragehime. Ja. Jetzt müsst ihr mir wieder aufschreiben. Ich habe... Das ist aber nicht die Seite, die ich wollte. Ja. Das, was Alban muss, dann das der Alban. Ja. Also, ich habe Kuragehime gelesen. Die ist ja Technik. Ich habe auch Tabs mit dem geöffnet, die keinen Sinn machen, weil ich einen Tab schon offen hatte, in dem alles stand, was ich brauchte. Aber das ist schon in Ordnung. Panz ist denn gut? Den Tab, den er aufgemacht Nein, hat, der war super. Kuragehime. Den fand ich total gut. Hattest du den Tab gut? Das war der beste Tab meines Lebens. Ohne Werbung. War der beste Tab meines Lebens. Habe ich doch gerade gesagt. Achso. Ja, so hör euch doch nicht zu. Entschuldigung.
Dankeschön. Dankeschön, Steffi. Du bist animiert, ne? Ja. Wunderbar. So, was geht's denn jetzt in diesem Manga, also, den du da gelesen hast? Das ist auch schon in den USA erschienen. Heißt Princess Jellyfish. Wie? Princess Jellyfish. Das habe ich auch gelesen. Ich liebe es. Es hat schon Wurde in Nordamerika von Kodansha Comics veröffentlicht. Und es gibt auch einen Anime dazu, der halt so... Der Manga ist noch nicht abgeschlossen und der Anime hat momentan ungefähr die Hälfte, also bis zur Hälfte des Plots vom Manga und ist in sich aber abgeschlossen. Also ich glaube nicht, dass da weitere Folgen kommen. Der war vor 4 Jahren oder so abgeschlossen, glaube ich. Da kommt wahrscheinlich nichts mehr. Mhm. Da geht es um eine Gruppe von Nerdfrauen, Otakus, die zusammen in einem Gebäude in Tokio wohnen. Sie nennen sich die Nonnen, weil sie keine Männer dabei haben. Das ist wunderschön. Egal. Ja. Das erinnert mich an einen Film, den ich mal ganz gleich erzählt. Es gibt doch eine Filmadaption. Die haben alle ihre eigenen Nerd-Probleme. Die eine ist zum Beispiel ein Puppen-Nerd. Also sie sammelt so diese Porzellan-Dolls. Diese chinesischen. Holt auch Kleider für die und solche Sachen. Und gibt unheimlich viel Geld auch dafür aus. Ja, ja, die geben fast ihr ganzes Geld. Also es ist, die eine steht auf eine bestimmte Art von Anime und am Anfang des Monats ballert sie einfach das Ganze, kriegen von ihren Eltern Geld zugeschickt, so Allowances, um ein bisschen über die Runden zu kommen, weil sie auch keine Jobs halten können. Mhm. Und die eine ist dann am Anfang des Monats so, hey, ich habe das und das gekauft, batzt halt so einen Riesenstapel von diesen Mangas dahin, Hardcover mit Farbe und sonst was. Und die andere, das war bestimmt teuer. Ja, den restlichen Monat esse ich nur noch Ramen. Das ist halt das Billigste, was man so essen kann. Mhm. Also, weil sie einfach ihr ganzes Geld am Anfang des Monats in diese Bücher steckt. Die andere steht auf Züge. Sie ist ein totaler Zugfreak. Sie kann alle möglichen Strecken auswendig, kennt alle möglichen Modelle. Und das Hauptmädchen, um die es halt geht, steht total auf Quallen. Jellyfish. Sie hat auch eine als Haustier. Sie zeichnet die, sie kennt alle möglichen Sorten, alle Namen und sonst was. Und dann kommt das große Problem. Die Ecke, wo sie wohnen, soll abgerissen werden. Genau, das soll abgerissen werden und da soll halt so ein riesen Einkaufszentrum, was alles neu, alles schön. Gentrifiziert die Umgebung. Von so einem riesigen, reichen Firmentypen, der will das halt alles aufkaufen und da alles abreißen, weil alles scheiße, alles schlecht, da muss was Geiles sein. Ja, das ist halt so ein altes Haus, was sehr runtergekommen ist. Nicht nur das Haus, das ganze Viertel, der kauft genau. Die Häuser im ganzen Block auf, der will da ein riesen Einkaufszentrum oder sowas hinbauen, das ist halt alles schon ein bisschen heruntergekommene Gegend. Mhm. Und der hat halt einen Sohn. Also er hat 2 Söhne. Ah. Der eine Sohn ist, den hat er mit seiner Mistress damals gehabt. Den hat er dann bei sich aufgenommen. Das machen die in Japan wohl häufiger. Ja, die adoptieren die dann in die Familie. Und der möchte halt so ein Fashion-Designer werden. Der steht total auf Kleider. Der cross-dressed auch die ganze Zeit lang als Frau. Auch sehr überzeugend. Und der trifft im Cross-Dressen auf dieses Jellyfish-Mädchen. Und ich weiß gar nicht mehr, wie es anfängt. Das ist schon so lange her, dass ich den Anfang angeguckt habe. Aber auf jeden Fall... Sie hält ihn am Anfang auf jeden Fall für eine Frau. Ja, sie hält ihn für eine Frau. Sonst könnte sie gar nicht mit ihm reden. Die sind, die sind so, wenn der Kerl mit ihnen redet... Also sie ist trotzdem total schüchtern, weil er so gut aussieht. Und sie ist so, Gott, du bist so hübsch und so fashion. Und ich überhaupt nicht. Wir passen nicht in eine Welt. Und im Endeffekt will er ihnen dann helfen, dass sie dort nicht rausgeworfen werden. Und er darf am Anfang auch nicht als Mann erkannt werden, weil die ganzen anderen der Nonnen möchten niemals mit einem Mann in der Wohnung erfahren, haben. Die erfahren das auch im Anime, glaube ich, gar nicht. Mhm. Ich glaube erst danach, später. Wie auch immer, jedenfalls läuft es darauf hinaus, dass er dann mit diesen Mädchen zusammen ein Kleid entwirft, das halt auf dem Design von einem Jellyfish basiert. Mhm. Also, und damit machen sie dann so eine Fashion-Show und er will halt eine neue Marke starten. Und damit Geld machen, damit sie dieses Gebäude kaufen und dort wohnen bleiben können. Und darum geht es im Grunde, um diese ganzen awkward Scenes, weil die Otaku-Mädchen total sozial inkompetent sind, sozialphobisch und
Er versucht die irgendwie aufzustylen, damit sie es schaffen, halt diese Marke und zum Laufen zu weil bringen. Das eine Mädel sich ja nur von Ramen und Bohnen ernährt, sonst nichts, ist sie halt rappeldürr. Sie sieht eigentlich nicht besonders gut aus, aber als sie sie in dieses Kleid stecken, merkt man halt, dass sie total die Modelfigur hat, weil sie halt einfach ein Strich in der Landschaft ist, wenn man dann ihr Gesicht halt noch ein bisschen mit Make-up voll kleistert. Ja, er weiß ja, wie das funktioniert. Er stylt die voll auf, er besorgt Klamotten, die zu denen passen und auf einmal sind diese Super-Nerd-Mädchen relativ okay aussehend, weil er sie einfach schminkt und stylt und ihnen Klamotten verpasst, die perfekt zu ihnen passen. Wenn sie nicht dieses Geldproblem hätten, würden sie auch nie mitmachen. Also sie sind einfach in der Bredouille, sie sehen diese Möglichkeit und das Mädchen, was eben die Quallen zeichnet und die Quallenkleider entwirft, sieht das dann auch noch so als Art, oh, ich könnte sogar irgendwie Geld mit dem verdienen, was ich hier sowieso schon immer mache. Ja, und sie hat ja, ihre Mutter hat, sie mag Quallen so sehr, weil sie mit ihrer Mutter als Kind immer Quallen angeguckt hat. Im Aquarium. Genau, in so einem Aquarium. Und ihre Mutter dann irgendwann bei so einer süßen Qualle meinte so, so ein Kleid wie die Qualle könnte man doch entwerfen, das kannst du als Brautkleid tragen und dann... Japaner. Ja, genau. Japaner. Vielleicht sollte man noch den zweiten Sohn noch mal kurz erwähnen. Oh ja. Denn die Geschichte spielt immer so ein bisschen mit dem Scherz, dass das Mädchen natürlich den Crossdresser-Jungen als unheimlich attraktiv wahrnimmt sich unheimlich schüchtern ihm gegenüber verhält, wenn er als Mann rumrennt. Aber eigentlich steht sie mehr auf normal aussehende Typen. Und sie steht auf überhaupt keine Typen. Sie ist nicht der Meinung, dass sie jemals eine Beziehung haben wird. Genau. Sie verknallt sich aber in seinen Bruder, der auch super schüchtern ist und eine 30-jährige Jungfrau ist. Ja. Und sie sind beide super awkward umeinander die ganze Zeit lang. Und der Crossdresser steht so da und ist so, Gott, was stimmt noch nicht mit diesen Jungfrauen? Warum benehmen die sich die ganze Zeit lang so? Genau. Er will sie dann erst noch verkuppeln und dann gibt es noch am Anfang einen leichten Twist, dass er dann auch leicht eifersüchtig darauf wird, denn er zieht sie ja hübsch an. Also er steckt sie in hübsche Kleider und dann sieht sie natürlich auch entsprechend aus. Und auf einmal ist er nicht mehr so, oh toll, ich kann sie mit meinem Bruder verkuppeln, oh das ist ja super, sondern er ist so, habe ich vielleicht noch zweite Gedanken dahinter, dass ich da sie in hübsche Kleider stecke. Und ja, das ist genau ganz, ganz, ganz hübsch gezeichnet und eine coole Geschichte. Genau. Liegt es an eurer Auswahl oder kommt das mit den Crossdressen relativ oft als Thema in Mangas? Das ist momentan, Genderbender ist momentan ein gigantischer Hype in Japan. Und schon länger. Ja, schon so seit Japan, 13, 14 Jahren würde ich jetzt mal sagen. Ja, das kommt da häufiger vor, dass irgendwelche Kerle Frauenkleidung tragen. Und das sind eben... Das ist für Japaner auch leichter als jetzt zum Beispiel für Europäer, weil Japaner alle ein sehr weiches Gesicht haben. Zierliche Figur halt auch, ne? Also es gibt halt ganze J-Pop und J-Rock-Bands, die darauf... Ja, das sind alles Männer, aber du siehst sie an und denkst, das sind super niedliche Mädchen. Genau, also es gibt halt einfach Trends. Machen sie in Thailand ja ein Geschäft mit. So. Ihr habt uns dafür geholt, dass wir über Mangas reden, also passt schon. Ich gehe mal davon aus, dass Kurgahime demnächst auch auf Deutsch erscheint, denn es ist super erfolgreich. Wie gesagt, es hatte sogar schon ein Anime, das kriegen eigentlich nur die richtig erfolgreichen. Es gibt auch eine Live-Verfilmung, die ich nicht kenne. Doch, sie ist super niedlich. Sie haben auch sehr gut gecastet. Ich kenne sie nicht. Live-Verfilmungen sind bei Anime und Manga immer... sehr großartig. Entweder sind sie gar nicht so schlecht oder du lachst dich die ganze Zeit an, weil es furchtbar ist wie die Sailor Moon Live-Adaption. Die ist großartig, wenn man viel lachen will. Ist wirklich, wirklich großartig. Die Katze, sie hatten halt, es gab damals kein gutes CGI und wenn doch, war es viel zu teuer, also haben sie eine Stoffkatze genommen. Und sie fällt ihr vorm Himmel ans Gesicht und die Schauspielerin hält sie ihr ans Gesicht und macht so, nein, eine Katze, nein, wo kommt die denn her? Und das ist furchtbar schlechtes Acting, aber sehr großartig. Genau, ich wusste gar nicht, dass, Kurgahime. Schön, dass wir es auch vorgestellt haben. Ja, von dem einen asiatischen Mädels kommen wir jetzt zu anderen Mädels, die nicht asiatisch sind, aber von zwei Kanadierinnen asiatischer Herkunft gezeichnet wurden. Und zwar ist das Ein Sommer am See von Mariko und Jillian Tamaki. In Kanada schon mehrfach mit Preisen überhäufter Comic, der jetzt bei Reprodukt erschienen ist. Und auch sehr, sehr umfangreich sind. Über 300 Seiten hat das Ganze. Auf dem Cover sieht man zwei junge Mädels,
Mädels, die da ins Wasser springen. Und in der Tat, das machen sie auch in dem Band. Denn die beiden... den ganzen Band über. Protagonistinnen haben Sommerferien. Jedes Mal in den Sommerferien fahren die mit ihren Eltern an den See. Kennen sich dadurch schon einige Jahre. Also es gibt eine große Schmale und eine kleine Dicke. Und die große Schmale ist etwas... Das sind die einzigen Frauen, die es auf der Welt gibt. Nein, große Schmale und kleine Dicke. Es gibt niemals große Dicke und kleine Schmale. Sowas ist überhaupt nicht möglich. Das kann überhaupt nicht sein, nicht wahr? Das ist einfach anatomisch nicht... Wir kennen keine Leute bei denen. Nein, nein, nein. Groß und Dicke gibt es nie. Jedenfalls kennen die sich schon einige Jahre. Sie sind quasi miteinander aufgewachsen, aber immer nur in den Sommerferien. Aber während die etwas größere... Was, die wachsen nur in den Sommerferien? Fies! während die große Schmale schon die ersten Anzeichen der Pubertät zumindest geistig in sich hat, ist es bei den kleinen Dicken etwas schwieriger, sag ich mal. Mit also du hast ein schweres Brett mit diesem Comic. Ja, ja, ja. Dicke Leute altern auch anders. Ja. Wollte dazu auch einen Selbsthilfe-Podcast machen? Oder? Ja, bitte. Oh, ja. Unsere Hotline. Auch die Familien kennen sich, also die Eltern von der einen. Auch für kleine Dicke. Auch für kleine Dicke und große Dicke auch. Ist ein älteres Ehepaar mit Eheproblemen, während die Eltern der anderen sie adoptiert haben. Das sind nämlich zwei Damen. Wie gesagt, die verbringen. Der Comic besteht alle Bechdel-Tests. Ja. Mhm. Und. Ja, es könnte handlungsmäßig könnte es auch ein Manga sein, sieht aber besser aus. Dum, dum, dum. Nichtsdestotrotz, die beiden erleben diesen Sommer, während die eine schon, ja, sie beginnt so, wie würdet ihr das nennen, Love Interest, ist glaube ich das Fachwort im Manga-Bereich. Sie schwärmt für den Typen, der in dem Kleinstadtladen die DVDs verleiht. Oh. Und sie versucht ihn zu beeindrucken dadurch, dass sie sich die fiesen Horrorfilme ausleiht. Also die Klassiker wie Was ist das denn für ein geiler Film? Das ist ich bin voll erwachsen und guck mal, was ich hier geliehen habe. Freitag der 13. Gesagt, und Halloween. Nein, das ist. Du sagst doch, du hörst gar nicht so einen schönen Punkt. Wie gesagt, ich bin schon voll erwachsen und ich gucke Filme, die Jungs auch mögen, weil ich kein dummes, langweiliges Mädchen bin. Wir könnten die zusammen gucken. Lass doch mal den Briefstorm zu Ende erzählen. Ihr könnt euch ja nachher noch ein bisschen über. Liebe Zuhörer, ihr merkt gerade, die Identifikation mit den zwei Hauptdarstellerinnen ist schon voll im Gang. Ja. Die etwas jüngere, die findet es auch ganz furchtbar, dass ihre Freundin sich jetzt dafür zu interessieren beginnt, was der Typ so macht und ob er eine Freundin hat. Die hat er nämlich auch. Und gleichzeitig prasseln natürlich aber noch andere Probleme auf die Leute ein, zum Beispiel Zombies. Das ist der große Twist. In der Mitte des Buchs bricht die Apokalypse aus. Und jetzt müssen sie übernehmen. Währenddessen kommen Aliens auf die Bühne. Wir sollten Steffen Comics zu schreiben lassen. Ich zeichne sie das auf. Was die schreibt erst die ganze Zeit sowas da und dann auf einmal Zombies. Jedenfalls. Die Keine Eltern Zombies. Von der einen streiten sich die ganze Zeit, wobei sie natürlich auch sehr mitgenommen ist davon, während die andere, naja, schon merkt, dass ein bisschen komisch ist, dass ihre beiden Eltern irgendwie Frauen sind. Also es wird von dem einen oder anderen Dorfjugendlichen auch kritisch gesehen. Das merkt ihr erst jetzt. Also ich meine, selbst in der Großstadt wirst du, glaube ich, komisch angeguckt, wenn du sagst, meine beiden Mütter. Ja, aber also, da fällt es halt besonders auf, weil die Eingeborenen in diesem kleinen See auch kein Blatt vor den Mund nehmen. Ja, also das viel mehr will ich dazu auch nicht verraten. Der Band lebt sehr viel von der Interaktion von den beiden Mädels, weil es, wie bei euch auch schon gesehen, viel Identifikationsmöglichkeiten gibt, wenn man sich erinnert, wie war das, als die Sommerferien noch unendlich schienen und die Freunde, die besten Freunde der Welt waren, ja, und man einfach Ewigkeiten Zeit hatte, was zu machen in den Ferien zusammen. Okay, ihr wisst es nicht, ne? Nee. Freunde, was ist das? Ja, Sommerferien sind nicht. Ja. Nein. Ja. Die Sommerferien sind manchmal eine ganze Staffel lang. Ich hatte einen Computer, einen ganzen Sommer lang. Ja.
Nee, ich war draußen im Wald und habe meinen Bruder mit Stöcken gehauen. Das Ganze schlägt natürlich Bruder zum Schlagen. Ja, sehr weiß. In die Graphic Novel Schiene rein, obwohl ihr Produkt natürlich keine Aufkleber drauf macht wie andere, um das verkaufsfördernd zu machen, sieht man Weil sie schon optisch, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Es hat ein bisschen was von Greg Thompson und ja, koloriert ist es in dem Sinne auch nicht. Es gibt gelegentlich verschiedene Blautöne. Wir müssen zum Beispiel auch von Blankets kennen oder anderen Geschichten aus dem Bereich. Und ja, es ist der heiße Scheiß momentan. Steht im Bestelltest. Ja, gibt sehr, sehr viele, die was dazu schreiben, die es gut fanden. Wie gesagt, mir hat es auch gut gefallen. Gerade auch, weil der Band nicht alles auflöst. Also es gibt verschiedene Sachen, die werden nur angedeutet in dem Band und man könnte sich vorstellen, wenn es nochmal einen zweiten gibt, vielleicht im nächsten Sommer, was ich sehr, sehr spannend finden würde, wie sich das Ganze weiterentwickelt, weil die zwei Mädels, wie gesagt, stehen kurz vorm Eintritt in die Pubertät, wie sich das Ganze auch mit den, meinetwegen mit dem Videothekenjungen und seiner Freundin da weiterentwickelt vor Ort. Jetzt will ich es nicht mehr lesen, wenn es da keine Auflösung gibt. Doch, also es ist schon abgeschlossen, aber nicht. Ja, aber das mit dem Videothekenjungen, nee, das ja, für dich ist es keine Romantik-Szene. Wahrscheinlich sind nicht Mädchen, so gut die nicht geeignet, mal 12 sind. Weil man muss sich einiges denken. Romantik-Szene, Händchen halt. Ja, so war es. Nicht gleich fusionieren. Ja. Als ich 12 war, waren Mädchen in meiner Klasse schon an Jungs interessiert und sind mit denen ausgegangen. Also sie haben Händchen gehalten und waren im Kino zusammen. Ja. Ich fand es auch seltsam, aber hey. Birk. Ja. Ich hatte einen Geheimclub und wir hatten eine Geheimsprache. Ja, dann bist du eher so wie das kleine dicke Mädchen. Ich habe Leute gehauen und dann bist du eher wie das. Ich war ein kleines, sehr dürres Mädchen. Ja. Ja gut, aber seit letztem Jahr ist alles nahezu winzig. Ja, seit ich endlich 13 geworden bin, ist mein Leben viel besser. Wenn man nicht aufgepasst hat, ist man drauf gedreht. Die Uni hat sich den Band schon letztes Mal reserviert. Ja, den nehme ich. Und wird beim nächsten Mal ihre Eindrücke... Ja, ich lese ihn danach. Ja, auch, dann tauschen wir. Ja, dann tauschen wir. Auch schildern, auch wenn es dabei nicht umfusionieren. Herzlich willkommen beim Tauschkonzert. Es ist voll schön gezeichnet. Wir machen hier nur mit, damit wir Comics ausleihen und kein Geld ausgeben. Mach doch mal den Zeichenstil beschreiben, Onkel. Es ist voll hübsch. Was soll ich denn dazu Tante? Sagen? Da sind so Linien und Onkel. Die ergeben Bilder. Es ist einfach schön gezeichnet. Und das hat das Schattierung. Ist ein freier Stil und... Es erinnert mich ein bisschen an Coco Be Good, deswegen bin ich ja auch gerade rüber ins Regal gegangen, um zu gucken, ob es vom selben Zeichner ist. Nein, ist es nicht. Coco Be Good? Ja, das hatte ich schon mal vorgestellt. Das war auch von einer Koreanerin, die in Kanada, glaube ich. Coco Beware. Nein. So, das ist Tusche. Das ist ein Tusche-Stifte. Der Wahnsinn. Ja. Also, es ist... analog gezeichnet oder mit wunderschönen Brushes in Photoshop. Das kann man ja heute alles faken. Sieht aber analog aus und dann eben mit Photoshop mir die Blaustufen reingesetzt. Ja, sehr viele Details, hübsche Hintergründe. Ich freue mich schon drauf. Und es ist... Nein, das ist leider nicht da. Ja, schön. Mach doch gleich einen hinterher. Noch einen? Ja. Bleib mal, du hast da noch so ein paar. Beim Graphic Novel Thema. Und zwar ist es eine nautische Farbe, erschienen letztes Jahr bei Carlsen Comics von Marine Bladon. Ich weiß nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Der Steffen sagt, es gab beim Comic Review Podcast, wurde das schon mal vorgestellt. Kann sein, dass ich meine, bei Huntingdon Comics. Ich hatte es mir im Paket mit mehreren anderen, ich weiß es nicht mehr, wie ich drauf gekommen. Könnte sein. Ja. Das Ganze ist eine sehr cartoonig gezeichnete Geschichte. Und zwar geht es um Nautiland. Nautiland ist eine Welt, die aus einem kompletten Schwimmbad besteht. Also, die Menschen leben alle in diesem Schwimmbad und überleben in diesem Schwimmbad. Also man kann sich das vorstellen wie so ein Spaßbad, was aber komplett abgeschlossen ist. Und jegliche Gruppe, die man in so einem Schwimmbad vorfindet, spiegelt sich da irgendwie wieder. Da gibt es zum Beispiel die älteren Damen, die da im Whirlpool sitzen. Und die sind in diesem Fall so ein bisschen wie so ein Orakel. Also wenn irgendjemand irgendwas wissen will, geht er zu denen und dann muss er irgendwas für die tun. Und
dann beantworten die vielleicht seine Frage. Oder es gibt auch die Wasserballspieler, die da drin Wettkämpfe beschreiten, was relativ populär ist, weil man kommt nicht raus aus diesem Schwimmbad. Also man muss sich sportlich so klingt betätigen. Ein bisschen nach den Teppichvölkern, ja. Wenn du denn Schwimmbad-Dings. Dann gibt es natürlich den schimpfenden Bademeister, ist ganz klar. Und es gibt Wasserballett-Leute. Es gibt aber auch die Damen, die Wassergymnastik machen. Die ziehen hier so ein bisschen wie die Lemminge durch dieses Schwimmbad hindurch. Und es hört sich total bescheuert an, wenn ich das jetzt verstehe. Aber es ist eine durchgängig erzählte, doch recht interessante Geschichte. Und es lebt so ein bisschen davon, dass das Ganze verwunschen ist. Und die Leute versuchen aber aus diesem Nautiland auszubrechen. Ja. Sehr, sehr abstruse Charaktere teilweise. Also es ist wie... Wie so ein verwirrender Traum letztendlich. Ich wäre für ein Trinkspiel. Jedes Mal, wenn du abstrus sagst, muss abstrus so einen trinken. Und immer, wenn jemand Penis sagt, auch? Ja, das ist, nee, dann kriegen wir hier Klagen ab. Nee, mein Gott, wir haben schon eine Geschichte vorgestellt. Wir haben heute einen Gummi vorgestellt. Jedes Mal, wenn jemand primäre oder sekundäre Geschlechtsmerkmale äußert, muss der Komiker einen trinken. Super. Den schalten wir immer zwischendurch dazu über Skype und dann sagt uns seine Meinung, wie es gerade so läuft. Ja. Es ist alles voll gut, aber meine Flasche ist leer. Ja, es waren also doch die geschätzten Kollegen von Huntingdown Comics. Ich habe auch nochmal nachgeguckt. Die also, den Comic nahegelegt haben. Ja, wie gesagt, ich fange dann an zu bestellen und kann durchaus sein. Genau. Sehr schöner Band. Auch im ein bisschen kleinformatigen Ding erschienen. Und sicherlich nicht jedermanns Sache, weil es sehr verträumt und spielerisch alles ist, was da so abläuft. Aber mir hat auch das gefallen. Mhm. Stil ist sehr kartonisch, aber es ist bunt. Mhm. Ich bin gerade erstaunt, wie wenig Blau erstmal drin vorkommt. Das war die. Ja, jetzt wird es blau. Aber vorne ist halt ganz wenig Blau. Und, Die Beschreibung von Feli: bunt. Cartoonisch und bunt. Pro-Tipp. Der Brot-Tipp. Beim Bart des Propheten. Alban, der nächste Comic, den wir so also generös zur Verfügung gestellt bekommen haben. Genau, der nächste Comic aus dem Paket, den ich vorstellen wollte, ist Prophet, Band 1, Remission. Oh, Prophet, den habe ich auch gelesen. Genau, geschrieben wurde es von Brandon Graham. Und gezeichnet von Simon Roy Farrell The Ripple. Ich glaube, das Trinkspiel ist schon im Gange. Genau. Brandon Graham selbst und Giannis. Oh mein Gott. Milono Giannis. Wahrscheinlich nicht richtig ausgesprochen, aber ungefähr so schreibt man. Egal, weiter. Das ist wunderschön. So, auf geht's. Worum geht es? Und zwar ist es ein Science-Fiction-Geschichte, in der der Hauptcharakter plötzlich seine Kryokammer aus dem Boden schießt und eine Mission erhält, auf einen Turm zu klettern und einen God-Satelliten zu aktivieren. Mhm. Der Stil ist strichorientiert mit einer recht guten Kolorierung. Es ist von Image. Was aber sofort auffällt, ist das Worldbuilding. Also die Welt, in der das Ganze spielt, spielt quasi auf einer Erde, die in der weiten, weiten Zukunft, die stark beeinflusst wurde durch Alien-Zivilisation und so. Also die Menschen sind quasi nicht mehr vorhanden. Mhm. Der Hauptcharakter ist aber ein Mensch. Ein genetisch modifizierter Mensch. Hm? Was? Man erfährt am Anfang nicht so wirklich, wo er herkommt. Ja, er kommt einfach aus der Erde. Er kommt aus dieser Kapsel raus und das was ich interessant fand, war, dass es wenig Dialoge gibt. Stattdessen kriegt man kleine Textblöcke, die einem Infos geben. Also es ist ein bisschen wie die ganz früheren Comics hatten ja sehr viel Textblöcke mit Erklärungen, was passiert. Und hierbei gibt es auch sowas, aber es macht es eher spannender, als dass es was vorwegnimmt. Also es wird dann auch, er kommt in den Kampf und da steht dann halt, dass er noch geschwächt ist von der Kryostase. Und dann
steht da, dass dann trat die Kraft des Stimulants ein und seine Kraft kam zurück und dann besiegt er halt das Monster, das ihn angegriffen hat. Und man kriegt immer so kleine Infoblöcke, ohne dass es zu viel wegnimmt. Es hat einen sehr mystischen Touch, finde ich. Ja, im Grunde ist die Erzählerstimme, würde ich jetzt einfach mal sagen. Genau, ja. Die Erzählerstimme ist quasi, gibt im weiteren Hintergrundinfos, also wie heißen die Kreaturen, auch ein bisschen sowas über ihre Kultur, aber nur in kleinen Schnipseln. Also es erklärt ja nie alles, sondern man lässt einen erkunden zusammen mit der Geschichte und das finde ich extrem gut. Es hat auch einen etwas merkwürdigen Humor, wenn man es denn so nennen will. Also der Charakter ist ständig am Essen, isst irgendwelche Fleischsorten und das wird irgendwie so ein bisschen humoristisch aufgebaut. Mhm. Auch durch die späteren Kapitel. Was die Welt, die der Autor erfunden hat, ist wie gesagt sehr, sehr komplex. Also sehr viele Gedanken hat er verwendet in die gesellschaftlichen Strukturen von Alien-Rassen und von weiterentwickelten Rassen und die teilweise aber nur gestriffen werden. Also der Hauptcharakter wandert nur kurz durch, aber man merkt schon, da steckt wesentlich mehr Gedanken hinter als nur das, was gezeigt wird. Mhm. Und dadurch fühlt es sich unglaublich, mir ist es lebendig an. Genau. Und das Ganze entwickelt sich dann, hat man merkt, was ist denn seine, er hat eine Mission, die quasi in ihn implantiert wurde. Also er hört immer eine Art innere Stimme, die ihn quasi dazu antreibt, seine Mission zu erfüllen. Also quasi fast wie er genetisch einprogrammiert. Und man begleitet ihn auf dieser Reise und es wird, auch wenn er ab und zu mal in die Umwelt eingreift, wird er immer auf seine Mission, seine quasi fast, sein zurückgetrieben und geht immer weiter auf sein Ziel zu. Mhm. Genau. Das ist, ich glaube, mehr dazu sagen wir nicht, oder? Weil das schon cool ist. Es wird dann noch sehr komplex und sehr interessant und viel wegnehmen von der Spannung, wenn man mehr sagt. Mhm. Es gibt immer wieder so Spuren von alter Zivilisation und auch seine Auftraggeber, die greifen quasi ein, also sie haben das quasi alles vorgeplant und er begegnet immer wieder Teilen, die seinen Auftrag unterstützen sollen, aber es ist nicht, du hast immer dieses Gefühl, das ist alles sehr lange her und es ist so lange geplant worden und man versucht halt man begleitet halt den Charakter dabei, wie man sich das alles einem eröffnet, das ist sehr gut gemacht. Vom Stil her ist es so eine krasse Mischung zwischen Möbius, Bilal und Nausicaä. Also von der Art, wie die Sachen auch. Schon. Und es sieht halt aus, was du zeichnen würdest. Das fand ich total lustig. Auch die Fixierung auf die sehr komplexen Aliens, die dann nur zwei Seiten vorkommen. Ja, das sieht total aus, was du zeichnen würdest. Deswegen. Wir hatten den Band vor 2 Jahren schon mal vorgestellt. Also ich hatte ihn gelesen und Sepp hat ihn vorgelesen und wurde sehr gelobt auch damals. Man muss dazu sagen, dass das wie ein Reboot so ein bisschen ist von Prophet. Das ist eine alte Image-Serie aus den 90ern und damals war es so eine Art typische Image-Superhelden-Serie. Also sehr, sehr flach. Da ging es hauptsächlich um Zeichnungen. Und das hier hat die Figur aber genommen und was vollkommen Neues erschaffen. Mhm. Das wird in den nächsten Bänden, wird der geringe Zusammenhang, den es zu dem alten Prophet gibt, wird noch erläutert. Wobei ich sage, das ist auch der beste Band von der Serie. Also je länger es lief, umso seltsamer wurde es auch. Also der erste Band hat mir am besten gefallen von der Reihe. Das kann ich mir vorstellen, dass es, wenn es zu lang läuft, zu absurd wird, weil es sehr... Eine Sache, die ich noch sehr interessant fand, ist, dass die vorne am Eingang werden die Zeichner auch als Co-Autoren erwähnt. Also die jeweiligen Zeichner für die jeweiligen Kapitel werden dann immer quasi als Co-Autoren erwähnt. Also Brandon Graham als Hauptautor und für jedes Kapitel. Das heißt, ich stimme das schon so vor, dass die sehr eng zusammengearbeitet haben. Und ich finde, das merkt man. Ja. Also ich hoffe, dass mir da die weiteren Bände werde ich mir auf jeden Fall antun. Mhm. Das gefällt mir sehr gut. Gut. Von Science Fiction zu
Fantasy würde ich sagen. Ja, richtig. Also ich habe gedacht, mache ich Steffen mal wieder glücklich und wir wissen ja alle, Steffen steht auf Tiere, beziehungsweise auf Tiermenschen. Moment. Deswegen habe ich mir auch eine Image-Serie geholt und zwar The Autumnlands von Corb Busiek und Benjamin Dewey. Mhm. Busiek kann ich immer sehr gut lesen, speziell die Sachen, die er im Alter dann gemacht hat, gerade mit Astro City oder so, da stehe ich sehr drauf. Das einzige Problem bei ihm halt immer, es dauert immer sehr lang, bis die Sachen dann wirklich beendet sind. Bei Astro City geht es ja auch nur schleppend voran. Ja. Die Autumnlands, wie schon gesagt, ist mit Tiermenschen. Mhm. Und das Ganze startet in einer Stadt, die über den Wolken fliegt und da sind alle möglichen Arten von Kreaturen sind da drin, im typischen Fantasy-Setting ist das Ganze angelegt, mit Quallen teilweise als Flugtieren und man hat jegliche Art von Tier, das hier irgendwie vermenschlicht wurde, ob es Katzen sind, einer der Hauptdarsteller ist ein Pitbull, dann gibt es noch Maulwürfe, also es gibt wirklich jedes Tier, was man sich vorstellen kann, auch Vögel und sowas sind da mit drin. Was es noch in dieser Welt gibt, außer dass die Städte über den Wolken schweben, ist Magie. Ja, das ist nämlich der Hintergrund, warum die Stadt über den Wolken fliegt. Mhm. Und es gibt halt Wesen, die können diese Magie beherrschen, mit so Kristallen. Und es gibt halt Wesen, die können das nicht. Ne? Aber keine Angst, hier wird nicht fusioniert. die Kristalle können die Wesen, die nicht magiebegabt sind, das sind zum Beispiel so wilde auf der Erde lebende Bisons, die können die durch Handel erwerben. Und man merkt schon, dass da so ein gewisser Hass zwischen den verschiedenen Völkern, zwischen denen, die über denen schweben und zwischen denen, die am Boden sind, besteht. Auch wenn sie miteinander handeln, beziehungsweise handeln müssen. Durch ein magisches Experiment, was die da fahren, bei so einem Treffen der Magier, weil es wird immer weniger Magie in dieser Welt, passiert was Schreckliches, nämlich die Stadt stürzt ab und plötzlich finden sich die hohen Herrschaften der Magier auf der Erde wieder, zwischen den Bisons, die sie nicht besonders gerne mögen und sie gerne komplett ausplündern möchten. Ja? Mhm. Und ihnen zu Hilfe kommt, so hat es zumindest am Anfang den Anschein, ich glaube, sie ist Kojotin. Also ich dachte, beim ersten Blick dachte ich, die junge Dame wäre ein Fuchs. Aber es ist wohl eine Kojotendame, ja, die so ein bisschen den Han Solo-Part annimmt, so ein bisschen schnuckermäßig unterwegs ist und gern mit jedem handelt, der so ein bisschen Geld bezahlt dafür. Und ja, das Ganze ist eine sehr, sehr schön umgesetzte Fantasy-Geschichte. Denn die Leute warten da auch auf einen Erlöser. Der dann auch später kommt, da möchte ich aber noch nichts zu sagen. Das ist nachher eine kleine Überraschung in der Geschichte. Gerade bei Tiermenschen denkt man immer so ein bisschen, ja, ist das jetzt wieder hier so eine lahme Disney-Geschichte oder sonst irgendwas? Nein, hier geht es ordentlich zur Sache. Also hier gibt es auch ordentlich Blut und Gedärm in der Geschichte, was das Ganze ja, vielleicht ein bisschen realer wirken lässt, als wenn man das. Gibt es bei Disney auch, sieht man nur nicht. Ja, Goofy und Max, die Gräujahre. Optisch ist das, was der Dewey hier gezeichnet hat, richtig, richtig mein Fall. Also sehr, sehr virtuos, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht so richtig, mit was ich es aktuell vergleichen könnte, was so ein bisschen in die Art und Weise geht. Vielleicht weiß der Steffen da ein bisschen mehr dazu. Aber es ist ein, wie gesagt, sehr schönes Fantasy-Setting. Und ich kann nur hoffen, dass davon bald eine Fortsetzung rauskommt, weil es ist schon sehr, sehr spannend. Das Ganze erschien auch zunächst unter dem Label nur Tooth and Claw. Und irgendwann haben es dann mit dem Zusatz The Autumnlands umbenannt, dass das die erste Staffel ist, die in diesem Band hier vollkommen abgeschlossen ist. Man muss auch bedenken, sind glaube ich 8 Hefte und das Ganze gibt es auch für $9,99, was heißt, wie gesagt, unter 10 Euro. Bei Amazon kann man das recht gut schießen, den Band. Also da sollte man auf jeden Fall bei der Dicke und auch bei der großartigen Geschichte und den Zeichnungen auf jeden Fall zuschlagen. Ich bin gespannt, welcher deutsche Verlag da zuschlagen wird, ob Panini das an sich reißt oder ist es, also am ehesten wird es wahrscheinlich zu Crosscut passen, aber weiß man ja nicht, ob die das kriegen würden oder was auch immer. Ja.
Ja. Was sagt der Tierfreund dazu? Ja, klingt auf jeden Fall interessant. Ich meine, jetzt im Fantasy-Setting habe ich es jetzt auch noch nicht so wirklich passt überraschend bekommt. Gut. Also passt richtig. Also von daher klingt es sehr interessant. Ich würde dann aber auch auf die deutsche Ausgabe lieber warten, in dem Fall. Ja, also das verwendete Englisch ist zu bewältigen. Ja. Also es ist jetzt nicht El Moore oder so, wo du wirklich dich sehr konzentrieren musst, was da geschrieben steht. Also das ist durchaus gängig. Mhm. Man erkennt im Gegensatz zu anderen vermenschlichten Tiergeschichten nicht immer an der Rasse des Tieres sofort die Gesinnung. Also das ist nicht, super. Nicht okay. immer. Mir gefällt, dass sie sehr tierisch aussehen. Ja. Bei vielen ist es, wir machen ein paar Öhrchen und ein bisschen Attribute und der Rest ist menschlich. Sie sehen sehr krass wie die Tiere aus, die sie darstellen. Huftiere haben auch als, die laufen zwar alle aufrecht, aber Huftiere haben als Füße auch Hufe und auch dann in die Richtung geknickt, in die ihre Beine geknickt wären, wenn sie aufrecht laufen würden und solche Geschichten. Also es ist, sie sehen wirklich aus wie aufrecht laufende Tiere mit Händen und so. Sehr aber, detailreich. Ja, und nicht wie Menschen mit ein paar Tierattributen. Es sind auch viele kleine Details, auf die nicht näher eingegangen wird, die man sich aber selber erschließen kann. Also es gibt hier auch diverse Vogelwesen, die vermenschlicht wurden. Das heißt, niemand hängt sich zum Beispiel eine Feder oder sowas ans Ohr. Mhm. Weil das sind ja Leute, die wie die Wesen, wie, also ja. ich weiß nicht, ich die englische Bezeichnung. Ich Finger von jemandem ans Ohr. Genau. Stattdessen haben sie Flügel von großen Insekten. Die werden teilweise dann cool. als Flugtier oder als Reittier eingesetzt. Cool. Während Pferde da ganz normal vermenschlicht wurden. Also das hat schon eine gewisse Grundordnung, die da drin ist. Also das ist wirklich vielleicht so ein kleiner Geheimtipp, weil viel habe ich dazu in Deutschland nicht gefunden. Mhm. Ja, also da bin ich sehr gespannt, wie die Serie hier aufschlagen wird, wenn sie kommen sollte. Mhm. Achso, ich bin. Wenn du denn möchtest. Okay, ich habe den, ach, jetzt gehe ich wieder auf Tipp, den Lonely Vincent Bellingham. Mhm. Das ist ein Webcomic, der läuft noch nicht so lange. Der ist noch relativ neu. Von, wie heißt die Ute? Diana Hugh aus Oregon, die laut ihrem Profil meistens hungrig und müde ist. Mhm. Very relatable. Und ja, wie gesagt, der Comic läuft noch nicht so lange. Heißt The Lonely Vincent Bellingham. Mhm. Dabei geht es um Vincent, der mit einem Professor befreundet ist und dieser Professor schickt ihn auf eine Reise. Man weiß noch nicht so viel darüber. Eine alte Freundin zu besuchen, Victoria. Und er kommt zu diesem Haus und sie schickt ihn weg, sagt so, nein, verschwinde. Und er hat so ein altes Foto von ihr. Es stellt sich raus, sie ist halt ein Vampir. Und dieses Foto von ihr ist halt schon länger, existiert schon etwas länger. Mhm. Und sie will ihn eigentlich wegschicken, aber er geht ihr so lange auf die Nerven, bis sie ihn dann reinlässt und er landet dann erstmal in ihrem Keller, weil sie sagt, ey, ich weiß nicht, was ich mit dir anfangen soll. Ich kann dich jetzt eigentlich nicht rumlaufen lassen. Ich weiß nicht, welche Verbindung du zu mir hast, woher du dieses Foto hast, etc. Ab in den Keller. Mhm. Und sie hat zwei Kinder bei sich, die bei ihr wohnen. Eine Hexe und einen Jungen. Bei ihm weiß man noch nicht genau, wie er dazu kommt, dass er bei einer Vampirin wohnt. Ja, es ist ganz niedlich gezeichnet. Die Charaktere sind recht angenehm bisher und die Dialoge lesen sich auch schön. Mhm. Ist halt so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es direkt unter Urban Fantasy fällt. Ich bin halt, es spielt, glaube ich, nicht in der Moderne. Also bis jetzt habe ich keine Technik-Details gefunden, die sagen, dass es wirklich in der Moderne spielt. Ja. Ich weiß nicht, wohin es sich entwickeln wird, aber es ist auf jeden Fall empfehlenswert, wenn man halt niedlichen Stil mag und sich für ein bisschen Fantasy, Vampir oder sowas mit niedlichen, unterhaltsamen Charakteren interessiert, dann ich vermute, dass es auch noch eine gewisse Tiefe gewinnen wird. Also, ja. Lonely Vincent. Und das ist sehr unterhaltsam. Okay. Niedlich. Mhm. Niedlich. Ja. Das fasst es doch schön zusammen. Vampire sind aber wieder im Kommen. Charakteren.
Ha, ich wusste es, Vampire sind wieder im Kommen. Gibt es wieder Glitzervampire im Kino? Oder? Nein. Oh Gott, nein, bitte nicht. Aber ich habe ja eine Vampirgeschichte. Du hast eine Vampirgeschichte. Oder? Genau, da glitzert nichts. Na gut, Steffen hat ja auch mal eine Vampirgeschichte gezeichnet. Hat er? Ja. Oh Mann, ey, ich möchte das alles nicht. So. Oh. Aber du hast ja auch neue Comics gezeichnet. Ja, bei Oni und L wird es ein bisschen weitergehen. Genau. Habt nur zwei neue Strips. Ja, ich habe noch ein paar mehr gezeichnet. Seite zumindest. Genau. Genau. Und eventuell machen wir noch ein kleines Oni und L Spiel. Yay. Oni und L Adventure. Sehr gut. Ja, und wenn ihr 1.000 Euro spendet, dann könnt ihr mit drin vorkommen. Ich bin ja mal gespannt, wann die Comic-Cookies im... Naja. Uni und R vorkommen. Ja. Oh. Jetzt fühle ich mich unter Druck gesetzt. Selbst ich komme fast nie drin vor und ich gehöre schon zu... Ja, genau. Ich vergesse manchmal, dass Fili da ist. Ja, dann muss ich sie erinnern, dass sie wieder Kleidung anziehen müssen und solche Sachen. Ja gut, was soll man auch über uns noch erzählen, ne? Über uns alte Knacker. Oh, was ein gutes Stichwort, die alten Knacker. Oh, wow. Oh mein Gott. Ah. Hast du daran gearbeitet? So Überleitung, Mann. Fantastisch, oder? Ja. Greedstorm hat leichte Schmerzen gerade, ich weiß nicht wieso. Bitte? Greedstorm sieht aus, als dass dich noch keiner gefragt hat, ob du Wetten, das moderieren kannst. Wetten, das mit Steffen als Moderator. Ja, ja. Also. Und ab und an der Gaststar Schwester Stefanie. Ja. Von Lippi zu Liebschner ist ja nicht sehr weit, ne? So, die alten Knacker, die übrig bleiben, ist ein Album vom Splitter Verlag und von den Herren Lupano. Und jetzt wird's kompliziert. Wie spricht man ein Doppel-U aus? Koei? Einfach lange heulen. Gut. Ja. Und es geht nicht um solche Fragen. Es alle geht, Linguistik-Genies. Es beginnt, also es geht zunächst um eine Trauerfeier, die da stattfindet. Und zwar ist von einem der drei älteren Herren, die man auch auf dem Cover sieht, die Frau gestorben. Und die anderen beiden kommen halt aus Paris, um ihn jetzt bei der Trauerfeier zu besuchen und dran teilzunehmen. Kommen halt leider ein bisschen zu spät. Also die Trauerfeier oder die Hauptzeremonie ist im Grunde schon um und ja, dann sitzen sie so halt noch beisammen und so weiter und so fort. Sie entschließen sich auch noch ein bisschen zu bleiben und in der Zwischenzeit möchte der Hinterbliebene noch so ein paar Sachen mit dem Notar regeln, fährt also zum Notar und erfährt dort von einem Brief, den ihn seine Frau hinterlassen hat, indem sie ihm gesteht, dass sie mit seinem ehemaligen Chef eine Affäre hatte. Das ist so die Ausgangssituation. Er wutentbrannt fährt los, erfährt, dass der Chef so ein bisschen aufs Algengleis geschoben wurde, so in ein Sommerdomizil in Italien. Und ja, und dorthin will er sich jetzt also begeben. Und über Umwege erfahren das dann auch die beiden anderen älteren Herren und die Enkelin wiederum, die selber gerade schwanger ist, ja, klärt die beiden also auf und gemeinsam mit ihr fahren sie halt los, um ihn von seiner Tat abzuhalten, die er vorhat. Denn er will den Boss halt eiskalt abknallen, sozusagen. Schön. Das ist so die bitte? Revenge. Genau, das ist so die eine Rache-Geschichte, also genau was für dich eigentlich. Und das ist so die Ausgangssituation und darum strickt sich ein wunderschöner Roadtrip mit vielen lustigen Facetten. Yay, Roadtrip Party of this! Ja, und das Ganze ist hier im ersten Band von Die alten Knacker also nachzulesen. Und der Band macht im Grunde Lust auf mehr. Also auch wenn die Story in sich hier abgeschlossen ist und da eine... Hallo? Was grinst du schon wieder so süffisant? Auch wenn die Story in sich so abgeschlossen ist und ja, gibt es doch so den Hinweis, es könnte noch weitergehen und macht auf jeden Fall Lust.
da mehr von zu lesen. Die Charaktere, also die drei alten Knacke, werden hier im Grunde etwas näher vorgestellt, etwas beleuchtet. Natürlich wird hier vorrangig erstmal von dem einen so ein bisschen die Rückgeschichte aufgenommen, aufgegriffen. Und ich könnte mir vorstellen, dass in Folgebänden dann halt jeweils einer der anderen noch irgendwie eine Hauptrolle bekommt oder so. Ne? Ja. Ist also eine absolute Empfehlung, ist grandios in der Geschichte, sehr, sehr witzig teilweise auch und sehr dynamisch. Also es macht richtig Spaß, sich dadurch. Ich konnte es nicht weglesen, ich habe es in einem Rutsch durchgelesen. Das kommt bei mir selten vor. Gut, es ist jetzt auch kein dickes Buch, aber es ist einfach so dynamisch geschrieben und gezeichnet, dass es einfach Spaß gemacht hat. Ich habe mal bei den Künstlerbeschreibungen reingeguckt, was die schon gemacht haben, weil der Zeichenstil mir nichts gesagt hat. Der hat auch noch nichts auf Deutsch veröffentlicht. Mhm. Aber der Autor, der hat zum Beispiel auch Alim der Gerber gemacht, was ja auch durch den Humor sehr aufgefallen ist. Ja, der Zeichenstil ist natürlich genau meins. Das ist sehr cartoonig und sehr franco-belgisch angehaucht. Wie schon gesagt, auch sehr, sehr dynamisch und sehr überzeichnet zum Teil. Und ja, ist genau mein Ding. Es spielt halt mit einigen Flashbacks, wie man immer mal wieder zwischendrin sieht. Und ja, macht einfach Spaß. Ist ein schöner Sommercomic, kann man so sagen. Ja, ja, wird eingepackt. Wird eingepackt. Also ist auf jeden Fall der beste Comic, den ich in letzter Zeit gelesen habe. Okay. Aber natürlich muss man hier ein bisschen zurückhalten, damit man nicht zu viel über die Story verrät. Ja. Wunderschön, wir haben noch jede Menge Comics. Genau, ich habe noch zwei. Jede Menge. Ja, ich habe noch zwei Marvel-Comics am Start. Das eine ist auf Deutsch erschienen, bereits jetzt bei Panini, und das ist Miss Marvel 2. Den ersten Band hatten wir auch schon vorgestellt. Die neue Miss Marvel ist Kamala Khan, eine Muslima. Und das ist auch was in dem ersten Band relativ viel thematisiert wurde. Ich weiß, hier in Offenbach wäre es nichts Besonderes, aber für die Amis war das schon was Besonderes. Und im ersten Band war es auch noch relativ oft das Thema, weil es ging drum, ja, hautenges Kostüm ist irgendwie doof, mich da rein zu quetschen, ziehe ich mir lieber ein Burkini an, ja. Oder auch die Gespräche mit den Eltern, die erfolgt sind, da lief das alles sehr in Richtung, was sagt die Religion dazu? Das ist im zweiten Band deutlich weniger. Also den Einfluss haben sie durchaus noch drin. Also es gibt zum Beispiel ganz am Anfang eine Szene, wo ihr Vater sie in die Moschee schickt gleich am Anfang, weil er festgestellt hat, sie verlässt öfters ihr Zimmer. Er denkt aber, sie geht raus, um Party zu machen. Aber in Wirklichkeit muss sie natürlich das Böse bekämpfen. Ja, die Welt retten, ne? Und ja, man hat das Gefühl, dass da wird eine sehr unklischeehafte Version des religiösen Menschenanführers, der da drin sitzt, gebracht. Also sie hat natürlich ein bisschen Sorge, was wird der Mann jetzt zu ihr sagen, was sie machen soll. Und ja, im Prinzip ist es so, er sagt, also er arbeitet jetzt schon seit 25 Jahren mit Jugendlichen, und wenn er da so einen raushängen lassen würde, dann hätte er das nicht so lange gemacht. Und sie kann ihm natürlich nicht verraten, dass sie als Superheldin durch die Gegend zieht, sagt ihm aber, sie will irgendjemandem bestimmten helfen, dass er denkt, wie es in Wirklichkeit ja auch ist, dass sie irgendeinem Freund oder jemandem helfen möchte, und gibt ihr den Tipp, sie möge sich für die Sache vielleicht doch einen Mentor suchen. Ja. Wie real das Ganze ist, kann ich natürlich, da ich hier keiner Religion angehöre, nicht beurteilen. Aber es, also ich schätze es aufgrund diverser Berichterstattungen eigentlich so ein, dass wahrscheinlich eher aus der Familie erstmal eine Ansage gekommen wäre, wie sie sich jetzt zu verhalten hat und ob sie die Wohnung jetzt zu verlassen hat oder nicht. Das ist hier halt, wie gesagt, die leben längere Zeit schon in Amerika, das ist hier bewusst halt nicht so. Kommt halt drauf an, auf die Familie, je nachdem. Wenn die in Amerika wohnen, kann es sein, dass die Eltern sowieso liberaler waren, sag ich mal, und deswegen dorthin gegangen sind zum Beispiel. Kann sein, aber sie hat ja auch einen sehr, sehr einen Bruder, der sehr auf dem Religionstrip ist. Der wird aber in dem Band hier im Gegensatz zum ersten Band relativ ausgeklammert. Also ich gehe
davon aus, dass vielleicht die ersten Kritiken zu den ersten Bänden kamen und da haben die Leute gesagt, so und so, das gefällt uns nicht oder das ist vielleicht übertrieben in dem Themenbereich und dass die Autorin, die selber ein Muslima ist, muss man auch sagen, auch darauf eingegangen ist. Aber ich will, wie gesagt, auf das ganze Religionsding, das hat hier nicht so den Schwerpunkt. Wie gesagt, der Herr aus der Moschee hat ihr gesagt, sie soll sich einen Mentor suchen. Und welche Überraschung, als sie plötzlich anfängt, was in den Katakomben bzw. in der Kanalisation unter New York zu suchen, trifft sie auf Wolverine. Mhm. Tipptopp Mentor. Ja, super. Ja, Wolverine hat ja sehr großartige Erfahrungen damit, wie man Kinder erzieht, was er im Xavier-Institut immer gern macht. Ab und zu stirbt einer. Passiert ja, halt. Ja. Oh Gott. Aber, das ist das beste Vorbild überhaupt. Aber es ist jetzt was anderes, als wäre sie jetzt auf was weiß ich, Captain America oder irgendwen gestoßen. Die hätten wahrscheinlich gesagt, hier, hör auf mit dem Mist, du bist noch zu jung. Und du bist im falschen Universum. Unterstützt sie dabei, aber er sieht halt, was sie auch kann. Es gibt dann Auseinandersetzungen mit diversen Monstern und natürlich Alligatoren. Das ist natürlich in den Kanalisationen von New York obligatorisch, wir kennen es nicht. Und da hat sie ihn so ein bisschen als Mentor, der ihr den einen oder anderen Tipp gibt und auch ja so ein bisschen ihre Kräfte einschätzen lernt, weil sie hat ja wirklich sehr, für mich gesehen, sehr überproportionale Kräfte. Sie ist Formwandler, sie kann sich dehnen, sie hat Heilkräfte, wobei bei ihr ist es interessant, heilen verbraucht sehr viel Energie, deswegen muss sie sehr, sehr viel essen dann danach. Das, wie gesagt, waren die ersten beiden Hefte, das Aufeinandertreffen mit Wolverine. Aber es gab ja noch einige offene Handlungsstränge aus dem ersten Band. Da wurden ja diverse Kinder, Jugendliche, die alle auch so ein bisschen auf einem Nerdtrip waren, entführt von einem Wesen, was den Kopf eines Kanarienvogels hatte. Und also sehr, sehr abgefahrenen Schurken. Und auch da gibt es jetzt wieder ein weiteres Aufeinandertreffen. Interessant ist, dass hier zwei komplett andere Zeichenstile verwendet wurden. Der erste, der Adrian Alfona, ist eher so ein bisschen der realistische, während der bereits bekannte Jacob White wieder so ein bisschen verspielten Stil dann aufwirft, das Ganze ein bisschen moderner halt einfach auch macht. Und wo gerade die verschiedenen Nerd-Typen und der Kanarienvogel-Kopftyp und alle viel, viel besser zur Geltung kommen. Ne? Und ist für mich eine der besten aktuellen Marvel-Serien, die so im Umlauf sind. Und ja, bin gespannt, wie in welche Richtung sich die Figur hier noch entwickelt. Ist alles sehr, sehr leicht, sehr verspielt auch. Also ist zum Beispiel ein Kampfroboter drin, den würdest du nicht gegen Thor kämpfen sehen, weil der trägt einen Hut halt, einen Lederhut. Und das ist doch cool. Und das ist, ja, das ist... Das war für ein Lederhut. Die Serie hat was, ich kann es nicht genau beschreiben, was mir dann richtig gut gefällt, weil, wie gesagt, eigentlich bin ich nicht unbedingt die Zielgruppe dafür, aber es macht halt einfach Spaß. Ja. Auch wenn riesige Kanarienvögel im Marvel-Universum jetzt nicht unbedingt so direkt reinpassen. Ja. Hattet einer von euch den ersten Band das letzte Mal gelesen? Nee. Also ich nicht. Okay, ich bin der Einzige für Spende. Oh. Ja, mein letzter Comic, den ich heute vorstelle. Lass mich doch zwischendurch einfach mal kurz was sagen. Du redest mit Siri, mit deinem Ellbogen. Ich rede mit Siri. Oder bin ich geantwortet? Nee. Bist du da ein Monster auf deinem Handy? Das ist, glaube ich, Red Skull. Ist das Red Skull? Nein. Was ist das denn? Warum hat der einen roten Kopf? Wer ist das? Das soll wahrscheinlich Deadpool sein, ne? Nee. Der kommt mir bekannt vor, aber ich komme nicht drauf. Noch ein Versuch. Red Hood? Ah, jetzt. Hey, komischer roter Kopf. Ding mit rotem Kopf. Ja, sie ist irgendwie Red Skull, mit Red Hood. Ich möchte kurz was sagen. Super gezeigt. Red, rot. Ich möchte kurz was sagen. Red, abort Mission. Warum darf ich denn nichts sagen? Tja, wärst du verheiratet, wüsstest du es. Abstruser Pimmel. So, weiter geht's. Jetzt musst du doch was... Der Gedanke war nicht schlecht.
Wer hat das geäußert? Wir flirten schon wieder. Ich merk's. Dein Podcast-Partner das von deinem Nebenprojekt. Steffen und Breedstorm flirten, so läuft das immer. In den Pausen ist das immer so. Ja, ja, und dann zwinkern sich Blicke zu. Dann zwinkern sie immer so. Ich sag nur Stößchen, so weiter. Und manchmal überkommt es uns und dann müssen wir halt kurz auf Toilette. Genau, müssen wir halt kurz mal. Nicht auf meine Toilette. Titten sagen. Auf die Toilette der Nachbarn. Ja. Entschuldigung, unsere beiden perversen Freunde kurz hier Toilette benutzen im Schlafzimmer. Nicht. Ja, aber zum ernsteren Thema. Nein. Ich bestelle ja gelegentlich Comics in Holland. In Holland. Oh. Weil in Holland ist... Ich fahr bald nach Holland. Soll ich dir welche mitbringen? Ja, kannst du machen. In Holland gibt es ja The Cheap Comics. The Cheap Comics ist, wie der Name sagt, sehr cheap. Und manchmal bestelle ich da halt auch Sachen, die... Das war aber kein holländischer Akzent. Holländerisch. Okay. Von denen ich... das war einfach nur abstrus. Jetzt wird's... Das ist denen ihr Codewort untereinander. Ja. Der alberne Helge. Was? Auf jeden Fall bestelle ich dann auch manchmal Sachen, von denen ich nicht genau weiß, was sich dahinter verbirgt, und weil sie billig sind. Und so war es auch bei Six Guns. Speziell habe ich es auch bestellt, weil es von Andy Diggle geschrieben wurde, der ja schon einiges Schönes gemacht hat, und von Gian Felice gezeichnet, der auch gut unterwegs ist bei Marvel aktuell. Und die Serie ist allerdings von 2012, waren 5 Teiler. Und hinter Six Gun verbirgt sich eine astreine Action-Geschichte, in der jede Menge explodiert, jede Menge erschossen wird und komplett ohne jegliche Magie ausgekommen wird. Mhm. Aber wer sind die Six Guns? Das sind zum Beispiel Tarantula oder der Black Rider. Mhm. Das würde ich jetzt wahrscheinlich nicht sagen, aber das waren alles Figuren, die es mal ursprünglich in Marvel Western Comics gab. Mhm. Also verschiedene Sachen sind mal erschienen in den Sheriff-Klassikern auf Deutsch, und das ist jetzt quasi eine neue Interpretation der Figuren in so einem typischen Action-Setting, mit wo es um Drogen und alles mögliche geht, um Rache. Und genau wie die Uni jetzt gehend, habe ich dabei auch gegeben, weil als Action-Geschichte ist es nicht schlecht, ja. Also den Black Rider, den hat Gian Felice so ein bisschen an Lemmy von Motorhead angelehnt. Mhm. Aber ich kenne diese ganzen Vorfiguren, wenn überhaupt nur vom Namen. Also natürlich habe ich Sachen gelesen wie Two Gun Kid und ähnliches. Aber das ist halt nicht bis zu mir durchgedrungen. Deswegen kann ich diesen Spaß, den man wahrscheinlich hat, wenn man die Originalfigur hat und auch die Interaktion von denen kennt, nicht so ganz nachempfinden. Also ich kann wirklich nur die Action-Sequenzen hier beurteilen, und die sind durchaus gut gemacht, aber mir gehen die Figuren halt nicht tief genug, also von der Charakterisierung. Mhm. Also ich hätte gern mehr gewusst, okay, der eine ist die Motivation, dass sein Bruder umgebracht wird, okay, das verstehe ich, aber der Rest wirkt ein bisschen arg konstruiert, und wie gesagt, dadurch, dass ich die Hauptfiguren davon einfach nicht kenne, brauche ich es halt wirklich nicht so. Also das hat mich weniger erfreut, das war ein Fehlkauf, muss ich sagen. Also es sei denn, man mag wirklich, man macht jetzt wegen Zeichnungen von Gian Felice, aber auch da haben wir schon Besseres gesehen. Mhm. Zu Recht wahrscheinlich nicht auf Deutsch erschienen. Na gut. Ja, muss auch mal solche Comics geben. Ja. Ne? Hatten wir heute schon 2. Ja, wir bringen ja meistens Sachen mit, die wir auch gut finden, bis verehren und lieben. Mhm. Aber wie gesagt, ich dachte, das bringe ich jetzt mal als Kontrast auch zu dem Ganzen mit, weil das wirklich auffällig schlecht war. Ja, heute sind wir wirklich nett. Ja. No. Comic-Schnuckis. Was war denn der schlechteste Comic, den ihr generell in eurem Leben so konsumiert habt? Army of Two, der Comic. Horror. Ja, das ist unsere... Irgendwas... Steffen bewegt sich, oder? Ja. Unser Schrank wackelt. Ach so. Ja. Das ist, der Steffen sich bewegt. Dann das ist nicht schwierig. Ich sag jetzt nicht, was ich vorhin gesagt habe, obwohl ich bin ja eh schon draußen. Psst. Ich glaube, bei mir war das mal Street Fighter. Das war irgendwie mal so ein Comic. Ah, da gab es mal, stimmt, so Videospielen von, wie hieß der Verlag, der auch Wrestling-Comics rausgebracht hat. Ich weiß es nicht mehr genau.
Was ist der schlechteste Comic, den du je gelesen hast? Schlechteste? Ja. Panische. Panische, nein. Gut, Albert überlegt ein noch. Ein absoluter Fehlkauf. Also bei Webcomics gibt es sehr viele schlechte Sachen. Aber das gut, Fehlkauf, aber die kaufst was hast du ja Geld nicht. Ausgegeben? Geld für ausgegeben habe. Das Schlechteste, wo ich Geld gut, denk noch ein bisschen nach, also bei mir kann es genau festmachen. Und zwar war es einmal von DC und Marvel die Manga-Interpretation. Da gab es einmal das Marvel-Universe von, als Manga. Richtig. Und ganz noch schlimmer war der Batman-Manga. Das Einzige, was richtig gut war, war der Joker, der war sehr schön interpretiert, aber der Rest war wirklich... Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also das, ich habe auch keine guten Erinnerungen. Ich würde das gerne mal sehen. Das ging sofort wieder auf eBay. Schade. Schade. Okay. Ist immer unterhaltsam. Ich habe sehr schöne Batman-Slash-Mangas gelesen. Aber sonst nicht. Ich habe Internet, das muss nicht sein. Ja, die würde ich mir auch nie kaufen. Ansonsten, welche Manga? Ich habe immer relativ mich gut informiert, bevor ich was kaufe. Was ich mal verkauft habe, war Perfect Girl. Oh Gott. Ja. Da habe ich mir dummerweise gleich 3 Bände bestellt von, weil eine Freundin von mir meinte, oh, das ist total geil. Damals war man halt noch ein bisschen jünger, kleinere, weniger Chance im Internet mal was über unbekanntere Serien zu finden. Ich habe das Plot gelesen, dachte, das klingt doch nett. Nerdiges Mädchen, was irgendwie von einer Gruppe Typen aufgehübscht wird. Horrorfilme und genau. So, sie klang eigentlich ganz lustig. Aber und 3 Bände halt gleich bestellt, weil wir haben das damals in einem großen Zirkel dann immer auf Amazon bestellt, damit halt weniger Versandkosten oder was auch immer es irgendwie war, ich weiß es nicht mehr. Und ich war halt wirklich so, oh mein Gott, das ist nicht mein Comic, oh Gott. Ja. Breedstorm schaut ständig meinem Tisch unter den Rock. Es vibriert irgendwas. Ja, das ist, kann sein, dass irgendeiner hier so halt leicht wackelt und dann der Boden schwingt halt leider ein bisschen. Wir sind hier in einem Haus, was immerhin 102 Jahre alt ist. Und das hat halt auch ein bisschen Eigenschwung. Ja. Anna, hast du noch mehr Comics, die du schlecht fandest? Und dir die Zeit zurückwünschst, die du damit verbracht hast, sie zu lesen. Da gibt es einiges, gerade im Manga-Bereich. Ja. Wo du dir das Geld auch zurückwünschst. Vor allem im Manga-Bereich gibt es. Das habe ich gar nicht erst gekauft. Als Thema oder dass die Leute von dann abkupfern? Wie meinst du das jetzt mit Inzest? Als Thema. Ich meine, im Manga-Bereich gibt es oft, dass irgendwie Geschwisterliebe oder irgendwelche Eltern, die auf ihre Kinder stehen. Ja. Und das ist der Moment, in dem ich einen Manga abbreche. Das Schlimme ist, das kommt dann nicht irgendwie auf den ersten 2 Seiten so, oh, ich bin in meine Schwester verliebt. Nein, es wird eine schöne Geschichte aufgesponnen, wo du denkst, ah, das könnte doch interessant klingen und es werden coole Charaktere vorgestellt und manchmal wird dann auch ein cooles Setting vorgestellt oder eine interessante. Dann hast du 2 Stunden gelesen. Und auf einmal so, ja, ich verheirate dich jetzt an deinen Vater. Ja, oder sie wird plötzlich von ihrem Bruder begrapscht. Ich bin so, das macht das nicht. Macht Leute, man nicht, Leute, hallo. Das ist nicht in Ordnung. Ja, das ist halt ein bisschen japanisch. Bei Google war das ja auch. Japanische Kultur ist da einfach ein bisschen anders. Es war tatsächlich irgendwie, vor ein paar... Also wirklich vor 100 Jahren gab es wohl tatsächlich Bereiche, in denen es in Ordnung war, dass man die ersten sexuellen Begegnungen da im Geschwisterbereich hatte. Es wird ja auch heutzutage so romantisiert in den Medien. Also es ist kein Negativthema, sondern es zum Beispiel bei Angel Sanctuary ist auch da weil es nur ganz am Anfang kommt. Die beiden sind Geschwister und sie brennen zusammen durch, weil sie einander lieben und einander heiraten. Und sie sind zusammen aufgewachsen, möchte ich hinzufügen. Das ist nicht dieses, ich habe meinen Bruder jetzt erst kennengelernt, wir sind beide 18, sondern wir sind 16, sind zusammen aufgewachsen. Wir haben uns schon immer geliebt und die haben auch angedeuteten Sex, das habe ich komplett rausignoriert. Danach werden sie getrennt und er sucht sie dann halt die restlichen 20 Bände. Sie sehen sich nie. Und es wird völlig ignoriert. Sie sehen sich nie, du erfährst nie wieder was. Er sucht halt seine Schwester und ich habe völlig ignoriert, dass er sie sucht, weil sie Sex haben wollen. Das war, und heiraten das, wollen. Das war so, ja, er sucht seine Schwester, die entführt wurde. Ich ignoriere das einfach, dass die eigentlich heiraten wollen. Ich ignoriere das. Mit 16, als ich das mit 14 habe ich das gelesen. Ja, ja. Verstörend. Das war cool. Angel Sanctuary ist ein super cooler Manga. Cool. Aber wenn man diesen Scheiß raus...
Mhm. Ich habe es einfach komplett rausgesehen. Das ist halt so ein japanischer... Oder Twincest ist ganz, ganz dass dann Zwillinge. Wir sind immer zusammen und du bist mein Spiegelbild. Oh, lass mich dich antworten. Deswegen ist ja All, deswegen ist ja All in High School Host Club so cool, weil die jetzt dann wirklich auf die Palme... Also sie wissen dieses Klischee und sie nehmen es halt einfach und drehen es dem Leser ins Gesicht, weil der Leser steht natürlich so sabbernd da und ist so, oh ja, Twin Cess. Und die sind so, nein, machen wir nicht. Und das war ganz angenehm. Ja, genau, da machen das die Zwillinge nämlich, weil die Mädels in der Schule, die sind alle ein bisschen krank und die Mädels in der Schule sind auch so, dass sie auf diese Twin Cess-Kram stehen. Die ja dann für und die beiden Zwillinge flirten dann immer miteinander in der Öffentlichkeit. Die Mädchen sind alle so, oh mein Gott, ihr seid so süß. Und in Wirklichkeit stehen die halt nicht aufeinander, sondern sind einfach nur sehr eng, weil die Zwillinge sind, flirten aus Spaß, machen sich darüber lustig, dass die Mädels halt alle... Gut, das erklärt halt natürlich, warum wir alle so klein sind im Land. Ne? Also es ist Familienangehörigen, führt nicht die großen... Ich glaube, es wurde nicht zu, es gab dann nicht die Fortpflanzung damit, sondern eben dieses auch, dass die Mama den Jungen beibringt, wie man masturbiert und so ein Scheiß. Nein, es ist natürlich auch, heißt natürlich auch nicht, dass wir es alle machen, um Himmels Willen, aber es ist, wenn man sich ein bisschen in dieser Szene informiert, dann ist halt echt sehr groß. Ist diese Romantisierung eben total groß. Bei dem einen, den ich jetzt gelesen habe, kommt halt auch so eine Szene, wo der Vater sie dann seine Tochter auf einmal heiraten will. Und das kommt, den Vater sieht man halt erst irgendwie in Kapitel 40 oder sowas war das. Und ich habe halt schon eine ganze Weile gelesen und dann kommt der Vater und ist so, meine süße Tochter, ich muss dich beschützen vor den bösen Jungs. Bis dahin war ich noch okay damit und dann, denn ich werde dich heiraten. Ist so, was da, was? Ja. Ja. Tja. Das ist wunderschön. Da ist wunderschön, also das war mein Gedanke, wunderschön. Dann musste ich mich abbrechen, kurz übergeben. Genau. Ausbrechen, überbrechen. Gelesen. Nein, genau. Ja. Haben wir wieder ein neues Wort gelernt, Steffen? Das Wort des Tages, Twincest. Twincest. Ja, ja, noch nie, merkwürdig. Ihr seid einfach in der falschen Ecke. Der Comic-Bereich. Wir lernen was dazu. Also. Aber da kommt man. Ich dachte, dafür wurden wir gecastet. Auch wenn es der abstruses Zeug ist, aber... Nein. Es gibt sehr coole Mangas und Animes, die nichts mit solchen Sachen zu tun haben. Okay. Und sehr coole Charaktere haben. Ja, und dann gibt es coole Mangas, die den Scheiß drin haben, wie Angel Sanctuary, die man mal gelesen hat. Das ist schön, dass es halt wirklich nur im ersten Kapitel kurz vorkommt und dann werden sie getrennt und du ignorierst das einfach die restliche Zeit. Hm? Ja. Oh mein Gott. Schön. Ich habe mal einen Comic gezeichnet, wo ich Sarah töte. Alle hassen Sarah. Das ist das furchtbar dummer Charakter. Mhm. Zum Gut. Glück haben sie nicht vorgekommen. Comics, wo man... Die ist Angel Sanctuary. Und ja, könnt ihr euch mal ausleihen. Es sind 21 Bände. Es ist also so ein Stapel Comics. Möchtet ihr mal mitnehmen? Habe ich keine Zeit für gerade. Okay. Dann sind wir, glaube ich, durch, oder? Haben wir noch irgendwas zu ergänzen? Was für eine abstruse Folge. Ja. Kauft Katzen? Was hast du denn? Ja, auch wenn ihr nicht in der Situation seid. Kauft den Comic Katzen. Das war jetzt eine Empfehlung. Von kauft einfach eine Katze. Dass du den Comic Katzen von Danny Books empfiehlst, das finde ich sehr nett. Nee. Ja, Dankeschön. Macht, was Feli gesagt hat, esst mehr Katzen. aber. Fliegt zurück nach Melmark. Aber noch einen kleinen Hinweis. Noch einen Hinweis. Wir haben ja jetzt der Steffen, also Comic Cookies gibt es jetzt ja schon geraume Zeit. Noch viel länger gibt es die Comic Community, die der Steffen irgendwann mal gegründet hat. Und falls ihr irgendwas habt, was ihr gern, sag ich mal, aus dem Comic-Bereich veröffentlicht wollt, eure Meinung, muss nicht unbedingt mit Twincest oder mit solchen Sachen zu tun. Oder mit kann aber. Aber wenigstens, sonst ist kann aber. Kann, muss aber nicht. Dann schickt das auf die bekannten Adressen, die wiederum verlinkt sind. Wir hatten jetzt zum Beispiel vom Flattermann, der hat die Convention in London besucht und hatte dazu was im Panini-Forum gepostet. Und das haben wir jetzt zum Beispiel auch als Artikel gebracht, weil wir es recht interessant fanden, wie das da so in London bei sowas mal abläuft, weil das doch sehr große Unterschiede hat dann zu Deutschland. Also hier ist ja noch nicht so weit, dass die Leute für ein Foto Geld haben wollen.
aber wird wahrscheinlich auch demnächst kommen. Ja. Wird demnächst definitiv kommen. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwas habt, irgendein spezielles Ding, wo ihr gerne was zu schreiben wolltet, bietet ja der Steffen eigentlich eine Plattform, wo ihr sowas auch gerne veröffentlichen könnt. Rezensionen auch zu Sachen gerne, die nur ihr in Deutschland bislang gelesen habt oder so. Ja. Und auch gerne Sachen vorschlagen, die wir uns einfach mal anschauen sollen, wenn ihr was echt vermisst. Ich meine, wir versuchen ja schon möglichst ein breites Spektrum aufzuschlagen an verschiedenen Lesern und verschiedenen Sachen, die wir lesen. Mhm. Genau. Wenn euch was auffällt, was auf jeden Fall fehlt, her damit. Ja, es gab auch schon Vorschläge, da müssen wir uns vielleicht aber dann nochmal so ein bisschen aufteilen. Und zwar deutsche Webcomics gab es schon als Vorschläge, dass man da nochmal... Mache ich gerne regelmäßig. Ja, und dass man da einfach nochmal ein bisschen gucken. Können wir gerne gucken. Ja, verteile ich dann mal. Und genau. Wenn man halt Daily Comics lesen möchte, kann man immer in die Comic Solidarity gucken. Dort gibt es halt unheimlich viele Leute verlinkt. Genau. Ja. Hätte mal. Also, dann bedanke ich mich für die tatkräftige Unterstützung von der Feli. Spendet, dann kriegt ihr eine Comic-Schnucki-Folge. Mhm. Nur 1000 Euro. Was war das jetzt? Ein dicker Applaus? Nein, okay. Das war Oni. Oni ist damit auch raus, damit sind der komplette Female Cast wieder draußen. Ja. Die Comic-Cookies sind wieder. Mein Mann, wir rasieren den Bart und fast schon. Ne? So, bitte wie jetzt? okay. Wir wünschen euch eine schöne Zeit bis zum September. Hören wir uns wieder mit Weisheit des Tages. Mit Feli. Hast du eine Weisheit des Tages? Ja, natürlich hat er eine Weisheit des Tages. Ja, wir hören jetzt unseren Gast Alban noch mit der Weisheit des Tages. Ja, die Weisheit des Tages ist, der Schlumpf mit dem Geschenk ist ein Arschloch. Vielen Dank. Und damit sagen wir tschüss. Bye, bye. Gute Nacht, Comic Cookies sind eine Produktion der Comic Community. Schickt uns Kommentare im Blog, bei Facebook, bei Twitter oder als Audio über Audioboo. Wir freuen uns außerdem über jede Bewertung bei iTunes oder podcast.de. Alle Infos dazu und zu unserem Podcast findet ihr online unter podcast.comic-community.de. Vielen Dank. Möchte Feli es noch korrigieren? Feli hat eine korrigierte Fassung. Nach dem Outro. Von der, ja. Willkommen in nach dem Outro. Wir sagen es zusammen. Da schaffen es nicht viele hin, Feli. Auf. Der Schlumpf mit dem Arschloch ist ein Geschenk. Ich habe nichts hinzuzufügen. Kommst du mit sowas? Weißt du? Ich meine nur innen süß und außen schokoladig. Ach so. Innen weich und außen glasiert. Ich stelle fest, dies ist diesmal wirklich der letzte Podcast, bei dem Feli dabei war. Ist nicht wunderschön hier. Ja, Leute, ich bin auch schon so genießt deine Gag. Tasse Tee. Wenn ihr auch von Feli beleidigt werden wollt. Ja. Wer findet auch, dass Stefan wie ein Dickmann ist? Innen süß und außen glasiert. Glasiert. Das ist nichts Besonderes. Ist so speckig oder was? Speckig. Nein, speckig ist was anderes. Also was ist denn glasiert? Dickmann sind doch nicht speckig. Die haben Schokolade außen und innen Zuckerzeug.
Sollten das, nimmst auf, ja. Ja, ich nehme das auf, ja. So, wer demnächst auch von Feli beleidigt werden möchte, kann sich schreiben. Also, schickt uns ein Bild. 100 Euro an Patreon und ihr werdet ganz persönlich von mir ganz kreativ individuell beleidigt. Individuell. Ja. Wenn es dazu reicht, wenn ich lache, gibt es dazu auch einen Comic. Ja. Comic-Schnuckis. Die Comic-Schnuckis. Mit der ultimativen Beleidigung. Ja. Nur echt. Mit dem Diss. Nur echt mit dem kreativen Diss am Ende. Ja. Na los? Was reden wir jetzt über Schlumpfen oder was? Nee, aber du hast ja gerade gesagt, Kniekehle, was hast du? Kniekehle. Er hat Kniekehle gesagt. Ja, was hast du gesagt? Ja. Na? Ellenbogen. Achselhöhle? Sehr abstrus das alles. Alter. Ich bin raus. Was, oder? War denn das bei Eddie McBeal? Da fand er doch irgendwie die Hautlappen. Die Hautlappen? Ja. Oh, das erinnert mich, als wir in der Klasse darüber besprochen haben, was Leute mit Hautfalten so alles tun können. Und dann haben wir versucht, ein Wort dafür zu empfinden, um unsere eigene Pornoseite zu gründen, haben das gegoogelt und festgestellt, das gibt es leider schon unter genau dem Begriff, den wir dafür... Jetzt nochmal Werbung dafür. Ich habe vergessen, wie es hieß. Okay. Es ist ekelhaft. Googelt es nicht. Googelt es nicht. Googelt nicht, was man nicht Sexuelles Google. Mit Speckfalten anfangen kann. Speckfalten. Und außer ihr steht drauf, dann tut es. Keiner kann euch davon abhalten. Tippt es ein. Safe Search aus und es gibt Seiten dazu. Sehr merkwürdig. Ja, wie hier alles lernt, Stefan. Ja, unfassbar. Ihr seid einfach, ihr kommt jetzt langsam in die... Ja, ihr seid einfach... Was? In was kommen wir? Pubertät. Ja. Manga-Pubertät. Oh ja, wollen wir da jetzt anfangen? Gehen wir jetzt in die Richtung? Nein. Das habe ich übersprungen. Ich empfehle von... Ich habe leider sehr viele Freunde. Ich empfehle von Rockstar-Pubertät. So. Was?